rufen Sie an, um zu erklären, wie können Sie Geld am Bischofsmarkt verdienen. Also damit Sie nicht zusätzlich für die Überweisung einzahlen. Ja. Also das heißt, wenn Sie 250 Euro überweisen, dann bekommen Sie die ganze Summe und werden Sie sehen 350, ja, zusammen mit dem Bonus. Mhm. So ist es. Hier. Mhm. Zitrone. Die dritte Buchstabe ABC. Also Zitrone. Also Exchange. Exchange auf Englisch. Ja, aber Sie haben gerade gesagt Zitrone. Zitrone schreibt man mit Z und nicht mit C. Mit Z. Nein, ja, deswegen sage ich das als. Ach so, hm. 11 mal 0. So viele Nullen? Wann sind denn. 11 mal 0? Ja, wann sind denn 0, 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 0. So richtig? Also 0 und dann die Zahl 11 und ein Malzeichen. Nein, 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 nein. Also 0, 11 mal sollen Sie eingeben. Also 0, 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 0. Ach so, also die Wanze, ich guck nochmal, ob das stimmt. Die 0, 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 0. Ist jetzt so richtig? Das Handelskonto, das Einzige, was ich aktiviere, ist ein Demokonto, wo mir vorgegaukelt wird, dass ich da mit Geld handel. Und dann ruft er mich nochmal an, um noch mehr Geld haben zu wollen, um mich auszuquetschen wie eine Zitrone. Aber mehr ist das Ganze nicht. Dass ihr euch das Geld komplett selbst in die Tasche steckt, ist ja klar. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute diskutiere ich wieder, ja, eine ganze Weile mit einer tollen Trading-Betrügerin. Auffallend dabei ist ihre tollen Buchstabierenkünste. Ja, zum Beispiel C wie Zitrone. Ansonsten mag sie sehr viele Nullen und sie buchstabiert sehr, sehr gerne Kontodaten durch, die natürlich unfassbar lang sind. Außerdem diskutiere ich ganz zum Ende noch mit ihr eine ganze Weile über ihren tollen Job. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bedanke mich für 500 Abonnenten hier auf meinem Kanal. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Mhm. Grüßen Sie, mein Name ist Stefan Juhanwich und ich rufe Sie von der Firma Bitterlande an. Wie geht Ihnen? Ich verstehe Sie ganz, ganz schlecht. Sie nuscheln irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, was sie mit ihrem Mikrofon gemacht hat. Auf jeden Fall war sie wirklich ja so gut wie überhaupt nicht zu verstehen. Das Ganze ändert sich aber gleich ein kleines bisschen, da sie wirklich an ihrem Mikrofon rumfummelt, bis es funktioniert. Sie haben sich auf unserer Plattform mit Bitpanda angemeldet, um Online-Geld zu verdienen. Bitpanda oder wie? Bitpanda. Bitpanda. Genau. Ah, okay, ja. Ja, und ich rufe Sie an, um zu erklären, wie können Sie Geld am Wirtschaftsmarkt verdienen. Okay. Okay, gut. Sagen Sie bitte, Herr Steiner, haben Sie schon Erfahrung im Onlinehandel oder ist Ihre erste Erfahrung? Ja, und jetzt sage ich ihr hier natürlich das, was sie auch am liebsten hört. Nein, natürlich habe ich keine Erfahrung auf dem Online-Trading-Markt. Stimmt zwar nicht so ganz, aber naja, müssen wir den ja nicht auf die Nase binden. Was ich auf jeden Fall nicht bin, ist Profi, aber so ein kleines bisschen habe ich mich damit natürlich schon auch mal in meiner Freizeit mit beschäftigt. Ach, naja, das, was man halt so von eBay mitbringt, ne? Ich meine, da hat ja jeder schon mal ein bisschen gehandelt. Mit was genau haben Sie gehandelt? Naja, jetzt zum Beispiel mal mit einem alten Fernseher oder einer alten Playstation, was man halt eben wieder loswerden will. Ist ja denn noch nicht schlecht, das ist ja noch gut. Hallo? Ja, ich bin dabei. Ja. Ist ja wirklich sehr schön, dass sie mit dabei ist, aber es wäre auch schön, wenn sie dann mit mir kommuniziert, weil sie will ja letztendlich irgendwas von mir. Stimmt aber ziemlich oft ihr alles Mikrofon. Ja, was denn nun? Also bei uns? Ja. Bei Ihnen? Ja, Entschuldigung, etwas mit Verbindung.
Also bei uns können Sie mit verschiedenen Wirtschaftsgütern handeln, wie Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Kryptowährungen und so weiter. Ach so, Sie meinen das, ja. Nee, das, da habe ich dann noch gar keine Erfahrung drin. Ich dachte jetzt hier wegen eBay und so. Nee, da, dann ist das was anderes. Okay, gut, auf jeden Fall, also es ist kein Problem, absolut. Weil bei uns werden Sie mit einem automatischen System zusammenarbeiten und Sie werden immer haben Begleitung und Unterstützung von Ihrem persönlichen Finanzberater. Ah ja, also mit so einer Art Roboter denn, da habe ich schon mal was von gelesen. So, dann fangen wir auch schon mal mit den ganzen Fragen an, die mir in den Kommentaren gestellt wurden, die ich so die Trading-Abzocker einfach mal stellen soll, damit die ein bisschen überfordert werden. Naja, und wirklich brauchbare und sinnvolle Antworten kommen da natürlich wie immer nicht bei raus. Aber in dem ganzen Video habe ich hier so ein paar Fragen mal für euch untergebracht. Genau, so und hier können Sie bei uns also mit dem Roboter handeln. Ja, und wie funktioniert das? Nach welchen Kriterien handelt der denn? Also nach welchen Kriterien verkauft und kauft der denn? Wie funktioniert das? Ja, natürlich. Sollen Sie etwas auf dem Handelskonto haben? Ja, womit Sie handeln können. Ein Minimum ist es 250 Euro. Zum Beispiel, wenn Sie haben auf Ihrem Handelskonto 250 Euro, dieser Roboter öffnet für Sie Positionen genau für 250 Euro. Es kann unterschiedlich sein. Zum Beispiel ein paar Positionen mit Währungspaaren, mit Bitcoin, Rohstoffe, Indizes. Also es wird unterschiedlich sein, weil Wirtschaftsmarkt sehr volatil. Es verändert sich immer. Und dieser Roboter sucht Ihnen also beste Positionen am Wirtschaftsmarkt. Okay, und woran macht er das fest, dass der damit handelt? Ich meine, wenn das ein Roboter ist, der muss ja das irgendwie feststellen, dass das gut ist, was er da tut. Wie natürlich, also Sie haben immer persönliche Finanzberater, also Fachmann dabei. Der wird für Sie dieses automatische System so installieren, damit das System sucht Ihnen beste Positionen am Wirtschaftsmarkt. Wie jetzt? Ich dachte, wir haben einen Trading-Roboter und der kann sich nicht selbst einstellen? Also dann verstehe ich den Sinn am Roboter nicht, wenn jetzt doch jemand den Roboter bedienen muss und richtig konfigurieren. Also grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass man so einen Roboter einstellen muss, aber wenn man den dann eingestellt hat, läuft er doch alleine, oder nicht? Ich meine, nehmen wir zum Beispiel den MetaTrader 4 oder 5, ist ein Programm, was man für die Börse verwenden kann und dort legt man eben einfach fest, wenn ein bestimmter Aktienkurs oder eben, bestimmte Währungspaare unter eine bestimmte Punktzahl fallen. Also man kennt ja diesen Graphen mit den ganzen Strichen nach oben und unten. Das sind alles Punkte. Und wenn der Punkt unter einem bestimmten Wert fällt, dann wird automatisch verkauft oder automatisch eben gekauft. Und umgekehrt dann genauso. Und so kann so ein Trading-Roboter tatsächlich automatisch traden. Das lege ich einmal fest und dann passiert das Ganze automatisch. Ich muss das natürlich dann auch wieder für die Zukunft festlegen, wenn ich dann wieder mit einsteigen möchte. Man kann die Roboter auch so einstellen, dass sie viel mehr noch automatisch machen. Allerdings muss man bei diesen automatischen Geschichten tatsächlich aufpassen, dass die Kohle dann nicht weg ist, weil so ein Roboter, der ist nicht 100% live. Das ist immer alles ein kleines bisschen verzögert. Da reicht auch zum Teil tatsächlich schon die Verzögerung aus von der Börse bis zu euch nach Hause. Das geht manchmal um Sekunden, dass der Kurs komplett einbricht. Ja, und dann ist die Kohle halt weg, ne? So, es ist natürlich, Sie alles kontrollieren. Alles läuft automatisch, aber natürlich unter Ihrer Kontrolle. Ja, aber die Frage war, wie der Roboter das macht. Das haben Sie mir noch nicht gesagt. Das habe ich Ihnen gesagt. Es geht automatisch. Roboter, es ist eine App. Und das App also reagiert schneller als ein Mensch an alle rentabelsten Positionen. Okay. Natürlich, Finanzberater also macht einige Korrektur. Was ist am besten jetzt zu öffnen und das System öffnet für Sie. Und wie viel Prozent macht so ein Roboter? Prozentuell täglich können Sie 10-15% von dem Betrag verdienen. Ja, und hier hat die Lady mal tatsächlich nicht ganz so viel übertrieben. Sonst sind wir ja bei 30-40-80%, die man an Gewinn hat. Und wenn Sie dann zum Schluss von den Auszahlungen reden, ist man schon locker bei über 100 oder sogar 1000%, die gar nicht mehr zu dem, was man zuerst besprochen hatte, passen. Einfach nur Augenwischerei. Hier in dem Punkt ist sie tatsächlich nicht so ganz an der Realität vorbei. Das sind jetzt hier schon Prozente, die man tatsächlich theoretisch an der Börse auch verdienen kann. Natürlich ist es auch möglich,
üblich, dass man an der Börse 100% und 1000% rausholt. Aber naja, wie wahrscheinlich ist es, dass nach dem Kauf eurer Aktie oder was ihr da eben gerade investiert habt, der Kurs so dermaßen nach oben geht, dass man eben in der Kohle nachher schwimmt? Das gibt solche Fälle, die sind aber so selten, dass man sie eigentlich gar nicht erwähnen braucht. Und naja, da kann ich auch am Lotto spielen. Okay, ja. So ist es. Es ist keine Million, aber es so ist ein ständiges passives Einkommen. Naja, wenn ich ja jetzt 10% auf 250 Euro habe, dann handelt der ja den nächsten Tag wieder mit dem Geld, was dazugekommen ist. Und dann sind ja 10% genau. Schon wieder mehr. Genau, es wird abgerechnet. Ja. Dann habe ich das verstanden, ja. So, es ist natürlich, wir sind daran sehr interessiert, damit wir so viel wie möglich verdienen können. Mhm. Weil natürlich, wir sind auch keine Wohltätigkeit. Unsere Firma bekommt 1% aus ihrem Profit. Ja. Nur aus dem Profit. Und nur im Moment, wenn sie es schon vom Handelskonto aus ihrer Bankkarte ausbezahlt haben. Naja, 1% nehmen die sich also. Ich meine, wir wissen ja, dass die auf 100% scharf sind und die Kohle eigentlich nur in einem Demokonto landet. Und ja, das echte Geld stecken sie sich halt selber ein. Und tja, wenn man so bei seriösen Plattformen unterwegs ist, dann sind die Prozente, die sich die Brokerhäuser so nehmen, schon doch auch bis 20%. Manchmal sogar 30%. 70% dann für mich selbst. Also dann ist das mit 1% hier an der Stelle schon wieder völlig übertrieben. Ich meine, die Gewinnversprechungen sind jetzt hier erstmal noch nicht so hoch. Naja, aber das, was man sich denn davon wegnimmt, ist ein bisschen dolle niedrig. Na, ich meine, wenn ich jetzt bei 250 Euro, keine Ahnung, 10% Gewinn mache und davon kriegen die nur 1% ab, ich weiß nicht, wie sie da ihre Stromrechnung mit bezahlen sollen. Nur dann bekommen wir diese 1%. Ja. Wenn sie es nichts auszahlen oder sie überhaupt nichts verdienen, die gleiche Situation mit uns. Und ich bin offen zu Ihnen, für uns ist es nicht rentabel. Ja, können Sie mir die Seite mal buchstabieren, dann gehe ich da mal nochmal drauf. Ich sende es Ihnen sofort per E-Mail. Aber per E-Mail dauert bei mir immer ein bisschen länger. Deswegen wäre buchstabieren, glaube ich, schneller. Vielleicht haben Sie WhatsApp, ich kann es auch per WhatsApp schreiben. Nee, WhatsApp habe ich nicht. WhatsApp habe ich nicht. Okay, gut, dann also Moment kurz, also sofort schicke ich Ihnen den Link und da können Sie sich einloggen, da können Sie auch sich anschauen. Ich zeige Ihnen also das Wichtigste, wie können Sie dann Ihre Profite auszahlen, also weil das Wichtigste natürlich für uns auch, weil wie gesagt wurde, wenn Sie nichts auszahlen, dann bekommen wir auch nichts. Mhm. Also machen Sie auch bitte jetzt Ihre E-Mail, ich sende Ihnen schon den Link zu der Plattform. Ja, dann logge ich mich nebenbei mal schon mal ein, dann... Aber wie gesagt, bei mir dauert es mit den E-Mails gerade ein bisschen länger manchmal. Alles gut. Ja, hier wollen Sie wieder besonders seriös wirken, indem Sie erstmal als allererstes von der Auszahlung spricht und wie man das Geld wieder rausholen kann. Dass das natürlich alles Blödsinn ist und man so viel dort seine Kontodaten eintragen kann, wie man möchte, ist, denke ich mal, logisch. Da wird einfach nichts mehr rauskommen. Aber naja, man kann sich den Quatsch ja erstmal anhören. Alles gut, also... So, also eingeloggt bin ich jetzt schon mal, ja? Haben Sie schon gesendet? Ja, genau. Ich habe schon gesendet. Er soll schon bei Ihnen sein. So, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt hier willkommen Ingo Capitals. Nein, er soll von Stefanie Ivanovich sein, eine E-Mail. Nee, habe ich jetzt noch nicht da. Vielleicht ist es ein bisschen. Sie können auch immer Spam-Ordner prüfen. Also manchmal landet es auch da. Ah ja, das ist eine gute Idee. Da kann ich auch nochmal reingucken. Ja, als Betreff steht Link. Mhm. So, nee, ist aber noch nicht da. Kein Problem. Einfach aktualisieren Sie Ihre Seite oder prüfen Sie auch Spam. Ja, ja, das mache ich ja. Das, wie gesagt, ein bisschen dauert es hier, aber denn, wenn wir jetzt auf den Link warten sollen. Jetzt habe ich hier noch was bekommen von AvaTrade Webinar. Das ist alles auf Englisch. Nein, nein, Stefanie Ivane, wie soll das sein? Dann ist das ja noch nicht das Richtige. Nee, aber ist noch nichts da bis jetzt. E-Mail, okay, lass uns prüfen. Gerold.steiner@mdzzfund.com
Punkt.de. Ja, genau. Hm, das ist richtig. Genau. Genau auf diese E-Mail, ich habe Link zu der Plattform geschickt. Also vielleicht, also es dauert ein bisschen. Ja, das ist hier bei mir manchmal ein bisschen langsam. Deswegen sagte ich ja schon, vielleicht ist Buchstabieren dann doch besser. Ja, und hier an der Stelle mutet sie dann einfach ihr Mikrofon und antwortet mir dann einfach mal eine ganze Weile nicht. Kann man ja so machen, wenn man gerade bei Bankgeschäften ist. Ne? Ich meine, man kennt es ja nicht anders. Nee, es ist noch nichts angekommen. Nee, aber ich habe jetzt auch nochmal frisch aktualisiert, also ist noch nichts da. Ah, doch, jetzt habe ich was bekommen. Hat ein bisschen gedauert. So, Stefanie Ivanovic. Genau, das bin ich. Habe es bekommen, ja? Ja, genau. Und der Link, der heißt dann CFD. Und Crypto-Trade, genau. Crypto-Trade Corp. Oder, genau. Ja. Einfach klicken Sie auf den Link. Und da kann man nicht draufklicken, aber ich kann den kopieren. Schon komisch. Jetzt heißt die Webseite auf einmal doch ganz anders. Wir erinnern uns, was sie zu Beginn sagte. Sie haben sich auf unserer Plattform mit Bitpanda angemeldet, um Online-Geld zu verdienen. Bitpanda oder wie? Bitpanda. Genau. Ja, auch wieder so eine seltsame Geschichte. Sie meinte eingangs, ich hätte mich über Bitpanda angemeldet. Und jetzt haben wir auf einmal einen ganz anderen Link und die Webseite hat einen komplett neuen Namen. Machen, ja. Da steht noch irgendwas Russisches bei Ihnen darunter. Bitte? In der E-Mail steht noch irgendwas Russisches darunter. Russisches? Ja, da ist irgendwas Kyrillisches geschrieben, ja. Vielleicht also etwas mit E-Mail-Adresse, weiß ich nicht. Normalerweise, da steht nur https://cryptotrade.com. Ja, rufen Sie aus Russland an? Nein, wir finden uns in Luxemburg. So, also Hauptsitz finden sich in Luxemburg. Ja. Ja, das klingt wieder unfassbar logisch. In der E-Mail ist, ihr kennt es ja vielleicht, manchmal ist in den E-Mails unten noch so eine Signatur drin, wenn man das in diesem ganz normalen Textformat hat. Ja, und da stand ein russischer Text mit einem russischen Link. Sehr mysteriös, wie der da wohl reinkommt. Also ich glaube nicht, dass die in Luxemburg sitzen und auch nicht in England, wie sie sonst immer sagen. Es ist schon verdächtig, dass hier jetzt tatsächlich ja russische Schrift drin ist. Also es sind kyrillische Zeichen. Ich habe es in den Google-Übersetzer gepackt. Und der Google-Übersetzer meint auch, dass das also dass die Sprache Russisch ist. Ja, und ich habe mir das jetzt hier auch übersetzen lassen, was das bedeutet. Weil, wie gesagt, da steht ja was in Russisch drunter. Okay, vielleicht ist eine automatische Übersetzung auf Ihrer E-Mail oder auf unserer E-Mail. Weiß ich nicht. Also normalerweise ist ohne das. Also es ist auf jeden Fall keine automatische Übersetzung. Das Postfach übersetzt nichts Automatisches und selbst wenn, dann würde das nicht in Russisch dastehen. Das ist ganz einfach, da hat irgendein Programmierer einen Scheiß gebaut und ja, hoppala, da ist noch irgendeine alte russische Signatur in dem ganzen Krempel drin. Bei dem russischen Text ist auch irgendein Link mit dabei. Okay, ja, das, Sie haben ich habe es mir mal gerade übersetzt, das heißt von der Windows Mail App gesendet. Aha. Okay, weiß ich nicht, warum es auf Russisch... Steht in Russisch aber drunter, okay. Ja. Hat er hier auch erkannt, Russisch. Hm. Aha, dann wissen wir also auch, über welches Programm die Leute arbeiten und in welcher Sprache ihr Computer gerade eingestellt ist. Wenn das nämlich da so drunter steht, dann wird das wohl wahrscheinlich von dem neuen Microsoft Outlook sein, also die Windows Mail App. Ja, und... Dementsprechend wissen wir auch ganz genau, wo sie sitzt. Sie sitzt nicht in Luxemburg und auch nirgendwo anders. Sie ist in Russland. Tja, hätte man mal ein bisschen mehr aufpassen müssen. Na gut, dann mache ich mal den Link auf. Also den Link, den Sie mir geschickt haben, nicht den da aus dieser Mail-App. Und ich habe schon wieder so viele Fenster auf. So, HTTPS. Das kopieren wir mal hier. So.
einfügen. So, jetzt lädt die Seite. Und was soll ich da denn eingeben? Hier steht was mit Autorisierung. Genau, autorisieren, da sollen Sie Ihre E-Mail eingeben. Die E-Mail, ja, Moment, dann kopiere ich meine E-Mail noch. So. Nehmen wir mal die E-Mail-Adresse. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Sie haben sie bei uns gestern angemeldet, gestern Abend. Okay. Das Passwort? Tja, also schon ziemlich dumm dreist, aber habe ich auf jeden Fall nicht selber gemacht. Ich kenne die Webseite überhaupt nicht. Allerdings ist hier schon wieder auffällig, die Webseite ist in diesem Design, wie aus den letzten Videos jetzt hier. Das wirkt alles viel, viel professioneller. Also man sieht hier tatsächlich mehrere Graphen, die ganze Webseite erinnert sehr stark an Trading. Ja, aber es ist auch ziemlich überladen. Also wenn ich das mal gegenüber eine ganz normale, seriöse Trading-Webseite stelle, die ist nicht so vollgepackt mit Knöpfe und lauter Bling, Bling, Shishi, damit das irgendwie professionell aussieht. Tja, da hat es wohl wieder jemand übertrieben. Aber man muss eben sagen, das ganze Konzept hier wirkt auf jeden Fall deutlich professioneller. Ich meine, von der Mitarbeiterin kann man jetzt drüber streiten. Aber vom Prinzip her, wie das Ganze auf der Webseite aufgebaut ist, ihr hört es hier auch gleich noch, hier ist tatsächlich sogar eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung eingebaut. Die funktioniert zwar nicht und die erzählt mir auch gleich noch, dass ich das nicht brauche. Ja, ist wahrscheinlich nur Deko, aber man hat sich hier auf der Seite schon doch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und das Innenleben dieser Webseite, also das System, erinnert ganz, ganz stark an die Systeme aus den letzten zwei oder drei Videos, wo es dann doch auch schon etwas professioneller war. Also kann man hiervon ganz stark ausgehen, dass das hier tatsächlich wieder eine Betrugsseite ist, die euch garantiert nach der Einzahlung nochmal anruft, um euch einfach am Ball zu halten. Diese Firma wird simulieren, dass ihr dort Gewinne macht. Ja, und ja, ihr habt nichts anderes als ein Demokonto. Das heißt, ihr zahlt Geld ein, das Geld geht eigentlich 1:1 auf deren Konto, die behalten das Geld und ihr bekommt ein bisschen Demospielgeld. Das kann man aber natürlich als Kunde gar nicht feststellen, weil selbst das echte Geld ist nichts anderes als eine Zahl im System. Ja, und die kann man ja beeinflussen, die Zahl, mit hoch und runter und Gewinne und Verluste und das Ganze seriös und echt aussehen lassen. Ja, das Perfide an diesem Trick hier ist, man wird euch natürlich erstmal so ein bisschen im Zaum halten. Erstmal werden die Gewinne sicherlich richtig schön nach oben gehen. Ihr werdet richtig viel Geld machen und euch freuen. Kurz vor der Auszahlung wird das Ganze dann natürlich ein bisschen absacken, dass vielleicht die Auszahlung gerade nicht möglich ist. Und dann wird man euch empfehlen, mit einem weiteren Anruf da nochmal Geld einzuzahlen. Vielleicht sogar noch eine höhere Summe und vielleicht ruft euch sogar jemand an, der etwas intelligenter wirkt. Das Ganze kann hier tatsächlich Taktik sein. Aber wie gesagt, ist nur eine These und eine Theorie. Wissen tun wir das Ganze natürlich nicht, weil wir hier keine echte Kohle drin versenken. Geben Sie A groß, A klein. Ein großes A und ein kleines A. Genau, und Zahlen von 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und dann brauche ich ja noch so einen 2FA-Code. If N day let. Nein, das sollen Sie einfach leer lassen. Da sollen Sie nichts eingeben. Einfach auf anmelden. Jetzt habe ich ja so ein Ding, was hoch und runter geht. Was genau sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Na, so eine schwarze Seite. Okay, sind Sie jetzt am Handy oder am Computer? Na, ich bin am Computer. Handy ist ja so fummelig alles. Dann rechts sollen Sie sehen, grün geschrieben, leeres Konto, Kontostand 00 steht und daneben ein Zeichen wie eine Kamera in einem Rund. Na, das ist ja alles in Ausländisch geschrieben. In Deutsch steht hier nichts. Kann man das irgendwie auf Deutsch stellen? Ja, gibt Deutsch. Klicken Sie bitte auf solche Rund wie eine Kamera. Auf die Kamera da oben, ja? Ja, und dann ganz unten sehen Sie Einstellungen oder Settings, wenn es auf Englisch. Ja, Settings ist da. Settings, ja, klicken Sie auf Settings. Ja, habe ich. Und dann? Und dann sehen Sie ganz unten, wenn Sie scrollen, steht Sprache. Also Languages. Englisch und dann Deutsch können Sie auswählen. Ja, da haben wir Englisch, Deutsch, Polnisch und ich glaube Ukrainisch Deutsch. Oder was das da ist. Können Sie auf Deutsch. Dann mache ich das auf Deutsch so. Ah ja, jetzt haben wir das auch auf Deutsch. Jetzt gehe ich alles dann wieder auf die Startseite oder wo muss ich jetzt drauf? Ah, hier das Kreuz. Nein, alles oben. Gut.
Jetzt, ich zeige Ihnen, wie gesagt wurde, wie können Sie Ihre Auszahlungen durchzuführen. Sehen Sie, es links steht Einzahlung vornehmen, Auszahlungen anfordern. Sehen Sie das? Nee, wo steht das? Links steht Foto hochladen, persönliche Daten aktualisieren, Einzahlung vornehmen, Auszahlungen anfordern. Sehen Sie das? Ach, da, Auszahlung anfordern, ja. Genau, klicken Sie bitte. Ja, habe ich. Ja, hier will man wieder auf besonders seriös tun und bevor man überhaupt zu der ganzen Einzahlungsgeschichte kommt, geht man jetzt hier erstmal auf die Auszahlung und zeigt euch, wie man hier theoretisch sein Geld auszahlen könnte. Dass es dazu natürlich niemals kommen wird, ist ja eine ganz andere Geschichte und steht in einem ganz anderen Buch. Das ist uns alle klar, dass da keine Kohle mehr rauskommt. Aber man will eben damit Vertrauen schaffen, dass man seriös wirkt und man tut hier erstmal so, als könnte man hier seine Kohle auszahlen. Und viele werden natürlich darauf auch anspringen, weil die meisten anderen Betrüger fragen als allererstes erstmal, ob ihr eine Kreditkarte habt und wie ihr eure Kohle einzahlt. Hier ist es genau andersrum. Hier geht es erstmal am Anfang des Gesprächs absolut nur darum, wie man das Geld eben auszahlen kann. Ja, und das schafft natürlich bei dem einen oder anderen dann erstmal Vertrauen. Wenn man vielleicht schon mal geschädigt wurde von so einer Firma, dann ist das jetzt hier ein ganz anderes Konzept und wirkt natürlich dann auch erstmal ganz, ganz anders. Dann sehen Sie Auszahlungen anfordern. Ja. Also wie gesagt, die Auszahlungen tätigen Sie selber, also in Ihrem persönlichen Profil, also Herr Steiner. Hm. Wie können Sie das machen, zeige ich jetzt. Auf dem ersten Feld sehen Sie Summe. Genau. Ja, genau. Hm. Also, ja. In diesem Fall sollen Sie einfach angeben den beliebigen Betrag, den Sie möchten, vom Handelskonto zu Ihrer Bankkarte auszahlen. Mhm. Natürlich, also was sind Sie immer ein Teil, womit Sie weiter handeln können. Weil, wir verstehen, weil wenn Sie auf einmal eine ganze Summe auszahlen, dann ist es Null. Und mit dem Null, leider, ist es Schluss. Mhm. Weil mit dem Null unmöglich weiter zu handeln. Und genau in diesem Moment, Herr Steiner, 1% liegt automatisch abgebucht. Damit Sie später nicht wundern. Zum Beispiel, wenn Sie mir auf den 1.000 auszahlen, dann zu Ihrem Bankkonto oder Bankkarte bekommen Sie 990. Also 1% für unsere Firma wird automatisch abgebucht. Mhm. Ja, und das soll hier eigentlich auch wieder nur Vertrauen schaffen. Dieses ganze Blabla, dass man sich ja da gleich dann seine Provision mit abnimmt, auf ehrlich tun, dass man ja hier eine Geschäftsbeziehung hat. Ja, nur dass man eben diesen Schritt niemals nach der Einzahlung tun wird, das wird einem hier nicht verraten. Weil die Kohle, die zahlen sie sich auf ihr eigenes Konto ein, aber nicht auf euer Konto. Denn ihr spielt hier mit nichts anderes als mit Demogeld nachher. Und so klingt es ja auch bei dieser Firma, als will man hier schon vorbereiten, dass man ja nochmal was einzahlen kann, denn auch im Nachhinein, um dann eben weiterzumachen. Tja. Wer weiß, was hier wohl hintersteckt. Ich vermute, das wird wohl eine von der langen Masche sein. Das heißt, eine von denen, die euch dann nach der Einzahlung nochmal anrufen wird. Beziehungsweise sicherlich ein professionellerer Kollege, der Broker, von dem sie immer sprechen. Und hier tippe ich mal ganz stark darauf, ihr habt es ja auch in den Kommentaren geschrieben, tja, dass dann da einfach jemand sitzt, der auch ein bisschen mehr Ahnung vom Trading hat und deutlich, deutlich intelligenter klingt. Ja, und dann ist man vielleicht auch noch eher dazu gewillt, nochmal Kohle in das Ganze reinzustecken. Ist das in Ordnung? Ja, so ein Prozent ist ja nicht viel. Damit Sie sich später einfach nicht wundern, warum ich habe bekommen nicht ganze Summe, sondern weniger. Also 1% wird automatisch abgebucht. Dann unten sehen Sie, steht ein neues Feld, steht Withdrawal Details. Da sollen Sie sehen, entweder Bank oder Card. Was steht bei Ihnen? Keine Ahnung. Also hier steht was mit IBAN. Ich meine, sehen Sie zuerst Feld Summe, dann unten steht Card oder Bank. Da steht Bank. Bank. Dann klicken Sie bitte auf Bank. Ja. Dann sehen Sie drei Möglichkeiten. Wie können Sie Ihre Profite auszahlen? Da wir arbeiten offiziell am Wirtschaftsmarkt, wir haben offizielle Verträge mit Zahlungssystemen wie Maestro, Mastercard und Visa. Was benutzen Sie, Herr Steiner? Visa, Master oder Maestro? Habe ich alles. Gut, dann wäre Ihnen einfacher, mit einer Visa oder Master Auszahlungen durchzuführen und genauso bei der Einzahlung. Dann klicken Sie bitte auf Card, es ist ganz unten. Achso, soll ich jetzt hier nicht meine Bankdaten eintragen? Ja, soll ich es nicht machen. Achso, also drücke ich jetzt auf Card. Genau. Und dann? Dann sehen Sie, steht rechts Card Number und Card Holder Name. Dann sollen Sie einfach eingeben Nummer,
von ihrer Karte, also Visa oder Master und Name, der steht auf ihrer Karte. Und auf solche Weise, Herr Steiner, können Sie jederzeit nach der Verifizierung entweder einen Teil oder ganze Summe von Ihrem Handelskonto auf Ihrer Bankkarte auszahlen. Mhm. So. Natürlich, da ist etwas Neues für Sie. Ja, Sie haben noch nie gehandelt, Sie wissen nie, wie es funktioniert. Gerade darum, wenn Sie heute Ihr Handelskonto bei uns aktivieren, Sie bekommen von unserer Seite zusätzlich 100 Euro im Plus. Das heißt, Sie werden starten mit 350 Euro. So ist es. Und dann natürlich prozentuell können Sie mehr haben. Ja, und wenn man hier genau aufgepasst hat, dann kann die ganze Rechnung ja irgendwie nicht stimmen. Ich meine, jetzt kriege ich ja 100 Euro geschenkt, wenn ich 250 Euro einzahle. Und die Firma, die mir die 100 Euro schenkt, die verdient tatsächlich an den 250 Euro, beziehungsweise meinetwegen dann nachher 350 Euro, je nachdem, was man da angeblich gewonnen hat, verdienen die da angeblich 1%. So, und wenn sie mir 100 Euro schenken, tja, dann kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert, dass die überhaupt Profite an mir machen würden. Also, tja, daran erkennt man einfach, was das Ganze für ein kompletter Blödsinn ist. Okay. Also ich meine, dann können Sie 10-15% von 350 Euro täglich verdienen. Es ist schon mehr. So ist es. So, also wie viel Geld soll ich da jetzt einzahlen? Ein Minimum, es ist 250 Euro, damit Sie Wirtschaftsmarkt betreiben können. Ah ja, okay, dann mache ich das. Okay, gut. Sagen Sie bitte, welche Karte werden Sie benutzen für die Einzahlung? Visa oder Master? Da nehme ich dann die Masterkarte. Okay, gut, dann Sie benutzen eine Masterkarte. In diesem Fall ist es möglich, Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto von unserer Seite aktivieren. Mhm. Da das Gespräch aufgenommen ist, Herr Steiner, Sie werden diese Transaktion zuerst mündlich bestätigen. Das sollen Sie zuerst mündlich bestätigen, weil das Gespräch aufgenommen ist. Ja, okay, dann haben wir hier gleich schon wieder mehrere Sachen. Tja, zum einen, wir sind jetzt mit der Auszahlung fertig. Man schwenkt sofort schnell zum Thema um, weil das Gespräch geht ja auch schon eine Weile. Ja, schwenkt man eben um zum Einzahlen. Kohle her. Ja, und um das Ganze jetzt, weiß ich nicht, in so einer Art, dass man in die Ecke gedrängt wird. Das Gespräch wird aufgezeichnet, erzählt sie mir jetzt hier. Hätte sie mich da nicht eigentlich zu Beginn drauf hinweisen müssen? Ich meine, ein seriöses Callcenter ist dazu verpflichtet, ja, gleich von Anfang an zu sagen, hey, du wirst hier aufgezeichnet, wenn du das nicht möchtest, dann teil uns das jetzt hier mit, dann zeichnen wir eben nicht auf. Oder leg halt auf und such dir einen anderen Weg, wie du uns kontaktieren kannst. Das wäre der richtige Weg. Die Dame hier sagt mir, das Gespräch wird hier schon bereits aufgezeichnet und dient ja nur zur Sicherheit und bla bla. Ja, es ist eigentlich nur in die Ecke drängen, dass man sich denkt, oh, das wird hier aufgezeichnet, das ist was Wichtiges, das kann man ja wieder nachprüfen. Erzählt sie jetzt hier auch gleich den Blödsinn? Tja, ihr könnt euch denken, was mit der Aufzeichnung passiert. Nichts. Für euch ist die nicht. Zur Sicherheit schon gar nicht. Die ist höchstens für die zu Schulungszwecken, damit sich die anderen, Intelligenzbestien da in dem Callcenter, Gesprächsverläufe vielleicht anhören können. Ja, oder dass der Chef da mal reinhören kann. Oder es wird auch nicht aufgezeichnet, weiß man alles nicht, was die da machen. Aber, vom Prinzip her, die Aufzeichnung dient auf keinen Fall für eure Sicherheit. Also niemals. Und im Notfall kann abgeschafft werden. Ach so, weil und das haben sie ja gar nicht gesagt, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Ich habe ihr gesagt, deswegen habe ich sie nachgefragt, wie alt sind sie? Weil wir dürfen nicht mit nicht volljährigen Menschen arbeiten. Nee, das ist ja richtig, aber Sie haben ja nicht gefragt wegen dem Aufzeichnen am Anfang. Das muss man ja ganz am Anfang dann schon sagen. Gut, dann sage ich für Sie, dass Einzahlung und Auszahlung Sie bestätigen mündlich. Mhm. Weil das Gespräch nicht aufgenommen sein. Ja, okay. Und im Notfall kann abgeschafft werden. Ja, aber sie hat mich eben darauf nicht hingewiesen, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Sie hat es dann einfach nur so gesagt, weil es in ihrem Leitfaden steht. Aber mit Sicherheit hatte das von Anfang an ja nichts zu tun. Ich meine, wenn man hier in einem sicheren Callcenter wäre, dann würden die das gleich am Anfang sagen. Und dass die Aufzeichnung angeblich für meine Sicherheit ist, dass man die nochmal abrufen kann, tja, ich glaube, dazu müsste man aber auch so ein Callcenter überhaupt irgendwie dann im Nachgang erreichen können. Ihr bekommt ja keine Telefonnummer, sondern man ruft euch immer selbst an, also ihr werdet angerufen. Und wenn man da zurückruft, dann landet man entweder bei irgendwelchen fremden Leuten, weil dieses Callcenter ruft hier zum Beispiel auch wieder mit einer Handynummer an und ich rufe jede Telefonnummer zurück.
Und diese Telefonnummer ist ja auf einem privaten Haushalt gelandet. Tja, komisch, ne? Also frage ich mich, wie das wohl sein kann, dass man bei Privatleuten landet. Ja. Dann, Sie bekommen natürlich eine Bestätigungsmethode von Ihrer Bank. Es sind entweder eine SMS oder in einer App von Ihrer Meisterkarte, wo Sie auch werden sehen. 250 Euro zum Beispiel, welcher Betrag, wohin und nur dann Sie es bestätigen. Und wie kommt man denn im Notfall an die Aufzeichnung? Wo muss ich mich denn hinwenden? Sie haben immer Begleitung von Finanzberater. Sie auch bekommen einen SMS, einen E-Mail von unserer Verifizierungsabteilung. Wohin können Sie sich immer wenden? Und der schickt mir dann auch die Aufzeichnung zu? Bitte? Und der schickt mir dann auch die Aufzeichnung zu? Genau. Ah, ja, per okay. E-Mail oder also per WhatsApp. Ach ja, also kriege ich die Aufzeichnung, wenn ich denn möchte, per E-Mail oder per WhatsApp, ist ganz klar. Also richtig logisch. Normalerweise ist das tatsächlich so, wenn so ein legales Callcenter aufzeichnet, geben die euch natürlich auch nicht die Aufzeichnungen einfach so raus. In der Regel muss dann wirklich irgendetwas vorgefallen sein und dann muss man das Ganze über einen Anwalt tun, weil freiwillig, wenn da wirklich was falsch gelaufen ist, gibt euch niemals jemand was raus. Also selbst seriöse Unternehmen nicht, weil die belasten sich damit logischerweise selbst. Ja, und sowas macht man dann halt über Anwälte. Na, also ihr könnt nicht einfach bei der Telekom anrufen und sagen, so, ich möchte mal den letzten Gesprächsmitschnitt haben. So einfach geht's nicht. Ihr müsst dann schon da ein richtiges Problem haben, das beweisen können und dann kriegt er die Aufzeichnung, beziehungsweise der Anwalt kriegt die dann ausgehändigt. So ist normalerweise der Regelfall. Hier erzählt sie mir, der Broker könnte mir das dann einfach zuschicken. Was ein Blödsinn. Der hat ja auch nicht mal was mit dieser, ja in Klammern, Überprüfungsabteilung oder wie auch immer zu tun. Also mit dem Next Level dann einfach in so einer Firma. Der sitzt halt auch nur als Mitarbeiter da und kümmert sich um seine Finanzgeschäfte, aber nicht um ja solche Sicherheitsfragen nachher dann wieder. Tja, naja, aber man sagt halt immer wieder einfach ja, um die Gespräche möglichst kurz zu halten und geht da gar nicht weiter drauf ein und labert dann irgendeinen Quatsch. Wenn okay. Sie benutzen. So ist es. Es ist kein Problem, ist absolut. Mhm. Deswegen, wir dürfen nichts machen, also wir können nichts machen ohne Ihre Bestätigung natürlich. So ist es. Ja. Okay, gut. Sagen Sie bitte, Herr Steiner, noch eine wichtige. Nach der Transaktion, natürlich alle Ihre Daten werden automatisch gelöscht, weil wir benutzen genauso wie alle Banken eine SSL-Security. Tja, wie sagt Callcenter Scambaiting immer so schön auf seinem Kanal? Los geht's zur Märchenstunde. Jetzt geht's um das Thema SSL-Zertifikat. Das SSL-Zertifikat ist dieses kleine Schloss, was man oben in der Adresszeile von eurem Internetfenster hat, also vom Webbrowser. Da ist ja so ein kleines Schloss und da gibt es so Zertifikate. Das Zertifikat heißt eben SSL. Da gibt es Firmen, wo man Geld für bezahlen muss und es gibt eben auch zum Beispiel Let's Encrypt. Das ist ja so ein Skript, was kostenlos, was man sich selbst erstellen kann. Ja, und diese ganze SSL-Geschichte, die dient dazu, dass eben zwei Geräte übers Internet verschlüsselt kommunizieren. Das ist die niedrigste Verschlüsselung, die es eben gibt. SSL ist zum Beispiel, dass man, wenn man HTTPS eingibt, also ganz am Anfang, dieses S steht eben für die Sicherheit dass eben da ein Zertifikat drauf ist. Hat dieses HTTPS, wenn man das aufruft, kein Zertifikat hinterlegt, dann zeigt euer Webbrowser gleich eine große Warnung an. Vorsichtig, willst du diese Seite hier wirklich betreten? Da ist eben nichts verschlüsselt. Jeder kann überall mitlesen, theoretisch. Ja, und wenn man eben dieses S gar nicht hat, ja, dann kriegt man auch die Meldung nicht. Also dann steht da eben nur http://. Und das war's dann. Ja, und letztendlich ist dieses HTTPS bzw. SSL-Zertifikat ja nichts anderes als eine kleine Verschlüsselung. Ist wirklich nur das Allerwenigste, was man machen kann. Und diese Webseite verwendet hier übrigens ein kostenloses Zertifikat, was für eine größere Firma auf jeden Fall immer kein gutes Zeichen ist, dass man ja dafür kein Geld bezahlt hat für das Ganze. Ja, und jetzt erzählt sie mir gleich hier ein Märchen, wozu dieses SSL eben da ist. Vielleicht Sie haben schon geschafft. Das heißt, dass alle Ihre Daten werden automatisch nach der Transaktion gelöscht. Ob es Einzahlung oder ob es Auszahlung. So ist es. Aber okay, was hat SSL-Security mit Datenlöschen zu tun? SSL
Hotel zum Beispiel, wenn Sie etwas einzahlen im Internet, also wenn Sie überhaupt eingeben Ihre Karte im Internet, ja, mhm. Das sollen Sie machen jede Zeit. Es speichert nichts. Ja, aber SSL hat ja nichts mit Speichern zu tun. Das verschlüsselt ja nur die Übertragung von mir zu Ihnen. Ja, genau. Aber das bedeutet, dass Ihre Daten geschützt sind und wir können es nicht zweites Mal benutzen oder lesen. Nee, das stimmt ja so nicht. Das bedeutet, dass die Daten nur während der Übertragung verschlüsselt sind, aber nicht, dass die danach weg sind. Also, machen wir jetzt. Ich schicke jetzt für Sie SSL Certificate, was das bedeutet. Moment kurz. Ja, also sie will mir erklären, dass das SSL dafür ist, dass ja zum einen, dass man eben geschützt ist, das stimmt so teilweise, und zum anderen, dass die Daten, die man da eingibt, danach automatisch gelöscht sind. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Die Daten sind danach nicht deswegen automatisch gelöscht. Das SSL ist nichts anderes, habe ich euch ja bereits erklärt, als eine Verschlüsselung, dass die Daten eben vom Computer zum Server eben verschlüsselt übertragen werden und nicht als Klartext. Ja, aber sie meint jetzt ja noch, danach sind die Daten auch gelöscht. Ist ja Blödsinn. Ich habe meine Daten verschlüsselt von meinem Computer eingegeben und übertragen. Und der Server speichert ja dann die Daten, weil er muss die Daten ja verarbeiten. Und wenn ich die Daten einmal gespeichert habe, sind sie ja nicht weg. Ich kann sie ja Open-End speichern. Das hat überhaupt nichts mit SSL zu tun. Und ja, es ist einfach wieder nur irgendein Märchen, um hier Sicherheit vorzugaukeln. Und ja, die meisten Leute, die hier am Telefon sind, werden davon eben auch keine Ahnung haben. Also selbst ganz normale Menschen müssen nicht unbedingt wissen, wie das funktioniert. Ich meine, man sollte wissen, dass sowas existiert, wenn man im Internet unterwegs ist. Ja, aber das ist tatsächlich dann doch schon, ja, so eine kleine nerdige Geschichte, wo einfach nicht jeder so drüber nachdenkt, weil das Internet funktioniert halt zu Hause. Ja, und dann klingt es natürlich erstmal sehr toll und sehr sicher. Ja, aber, tja, und auch die E-Mail, die sie mir jetzt hier gleich zuschickt, da steht genau das drin, aber nicht, dass die Daten gelöscht wird. Aber sie ist selbst scheinbar nicht intelligent genug, um das zu begreifen. Aber ich widerlege ihren ganzen Krempel ja hier gleich noch. Sind Sie noch da? Moment, ich schicke Ihnen jetzt sowas, das SSL-Zertifikat. Moment, bitte, auf Ihre E-Mail. Na, was ein SSL-Zertifikat ist, weiß ich ja. SSL ist die Standardtechnologie zur Absicherung von Internetverbindungen zwischen den, oder für den Schutz von sensiblen Daten zwischen zwei Systemen. Das heißt, von meinem Computer zu Ihrem Computer, aber das bedeutet nicht, dass danach irgendwas gelöscht ist. Moment, ich schicke jetzt Ihnen, wo das steht. Moment. Aber die, ach ja, der Link, der kam ja schon an, ja. Zahnzusatzversicherung mit Bestnoten habe ich jetzt bekommen hier. Haben Sie schon verschickt? Nein, das dauert ein bisschen. Moment bitte. Ja, an der Stelle braucht sie wieder dermaßen lange, dass ich euch das hier natürlich alles wieder rausgeschnitten habe. Tja, auf die Frage war sie wohl nicht so richtig vorbereitet. Allerdings das Callcenter so ein bisschen schon. Tja, nur nicht mit dem richtigen Inhalt. Also da steht genau exakt das Gleiche drin, was ich euch bereits schon gesagt habe. So, ich habe schon gesagt, das dürfen Sie wieder haben, Sie schon bekommen. Guck ich mal, das dauert ja bei mir hier wieder. Jetzt habe ich was bekommen von Anna Klein. Ich weiß nicht, diese Person. Ich kenne steht, nicht diese Person. Hallo Herr Steiner, Anna Klein ist hier Ihr Kontoberaterin von Finanzplattformen im ipflufanzes.eu. Ja, also die Betrüger gehen tatsächlich hier über jeden Weg. Ich kriege hier auch E-Mails mit Terminwünschen und was weiß ich alles. Und wenn man da zurückschreibt, rufen die tatsächlich an. Ne? Also das hat auch schon so ein neues Niveau. Man kann sich tatsächlich mit denen auch über E-Mail unterhalten. Allerdings ist die Rechtschreibqualität da natürlich eine ganz, ganz tolle. Also so wie ich es vorgelesen habe, stand es da auch. Das ist jetzt nicht von Ihnen? Nein, ist nicht von uns. Deswegen, also ich auch gebe für Sie Ihre Account-Code bei uns. Zum Beispiel, wenn Sie werden noch einige Anrufe bekommen, sollen Sie Personen fragen nach Ihrer Code. Es ist 4538. Wenn diese Person antwortet nicht, sollen Sie einfach auflegen. Die Geschichte mit dem komischen Telefoncode, den die Mitarbeiter durchgeben sollen. Tja,
Das ist wohl auch wieder ein großes Indiz dafür, dass dieses Betrugs-Callcenter hier tatsächlich vorbereiten möchte, dass sie auch wirklich nach der Einzahlung noch mehrfach anrufen werden, um noch mehr Geld zu bekommen. Und gleichzeitig sicherstellen, dass man nicht nebenbei auch noch sein Geld woanders einzahlt, damit die mich ausschlachten können und nicht noch mit anderen teilen müssen. Ist natürlich raffiniert, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere das auch wieder seriös findet und sagt, Mensch, ja, stimmt, dann kann ich mich ja schützen. Ja, nur schütze ich mich davor nicht, sondern ja, ich glaube dann einfach jemanden, der mein Portemonnaie leerräumen will. Und naja, ich meine, gut, die anderen auch, aber so verteile ich die Kohle nicht, sondern gebe sie einfach einem anstatt vielen. Weil diese Person nichts von mir persönlich und nichts von unserer Firma. Ach so, okay. Einfach, damit Sie Ihre Zeit nicht verlieren. 4, 5, 3, 8. Mhm. Merken Sie bitte das oder aufschreiben Sie es. Ja. So ist es. So, ich aktualisiere also mal nochmal. Mein... Ja, aktualisieren Sie bitte. Nee, ist aber noch nicht da. Also bei mir ist schon los. Ja, wie gesagt, das ist ja hier bei mir immer so ein bisschen, das dauert halt. Ich kann ja nebenbei kann noch ein paar E-Mails hier sortieren. So. Ja, ganz dramatisch im Hintergrund haben wir den tollen anderen Mitarbeiter wieder gehört und der meinte, ich habe Ihnen gerade in WhatsApp zugesendet. Also, wie ihr hört, es gibt leider Leute, die ihre Daten da rausgeben und auch WhatsApp. Eins ist mal klar, wenn ihr an solche Leute eure WhatsApp-Nummer gegeben habt, dann sind die schon auf eurem Handy. Ja, und dann wird es auch nicht lange dauern, dass noch viele mehr sich in WhatsApp melden werden oder wenigstens per SMS, weil die verkaufen eure Daten natürlich auch noch. Das reicht ja nicht, dass sie das Geld an euch so verdient haben und ihr da 100% eingezahlt habt. Telefonnummer und den ganzen Krempel kann man ja auch noch weiterverkaufen und dann rufen noch mehr Callcenter an. Muss nicht immer die gleiche Masche sein. Es kann auch sein, dass man irgendwann sich dann bei euch von, was weiß ich, von der Börsenaufsicht noch meldet. Ja, und wenn man dann die WhatsApp-Nummer hat, ist ja noch geiler für die, ne? Also da erreichen die euch ja immer und nicht bloß auf dem Festnetz oder per Telefon. Und das ist halt eben auch das Gefährliche, ne? Und man hört einfach im Hintergrund ja immer wieder, es klappt. Man hört die Klingeln, man hört das Klatschen, man hört die Jubelrufe. Tja, und gerade haben wir gehört, dass irgendjemand tatsächlich in WhatsApp eine Nachricht scheinbar bekommen hat von so einem Betrüger. Schon traurig, ne? Also, die kommen mit der Masche durch. Es muss nur der Richtige am Telefon sein auf der anderen Seite. Wichtige Sparkassenmitteilung, Kontoänderung. Soll mich da mal einloggen? So viele E-Mails hier immer. So, ich aktualisiere mal nochmal. Jetzt rödelt es hier erstmal wieder. So. Ich logge mich mal nochmal neu ein bei meinem E-Mail-Postfach. Das dauert ja wieder so lange. Wie viele Leute müssen Sie denn immer so am Tag anrufen? Also wir haben viele Kunden. Also jeder Kunde, der anmeldet sich bei uns, also wir rufen an. Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, aber jetzt wegen Coronavirus, ja, also viele Menschen arbeitslos und also ein passives Einkommen zu haben, also ist gut. Also jetzt für uns, es gibt viel Arbeit, kann ich auch so sagen. So, jetzt logge ich mich hier nochmal neu ein. Ja, das ist schon so richtig ekelhaft und widerlich. Sie haben jetzt gerade tatsächlich gesagt, wegen dem Coronavirus sind ja ganz viele Menschen arbeitslos. Ja, und weil es den allen quasi nicht so gut geht, wollen sie sich ein passives Einkommen aufbauen. Das heißt, sie bedienen sich hier an arbeitslose Menschen, die ihren Job verloren haben. Und hier sind wir bei dem, was ich im letzten Infovideo auch gesagt habe. Die Leute, die wirklich am Ende sind und keine Kohle mehr haben, die sind dazu bereit, viele Wege zu gehen. Und wenn man vorher von solchen Maschen einfach noch nicht gehört hat,
Ja, und man hat keine andere Möglichkeit. Man kommt das erste Mal auf so ein Werbevideo. Dann denkt man sich, boah, da kann man so viel Geld machen, das probiere ich auch mal. 250 Euro, ist zwar vielleicht ein bisschen viel, aber wenn ich danach ganz, ganz viel Geld habe, dann ist doch das toll. Ja, und ich sag mal, jetzt sind gerade sehr, sehr viele Menschen arbeitslos geworden durch den ganzen Mist, den wir jetzt hier gerade erlebt haben mit dem Virus und so weiter. Ja, und das machen die sich wieder zunutze. Die freuen sich darüber, dass sie echt arbeitslose Leute kriegen, die letzte Hoffnung an Geld da reinstecken, ja, und danach dann überhaupt nichts mehr haben. Die nehmen die Leute aus, die wirklich gar nichts mehr haben. Also ich komme da wirklich kaum drauf klar. Ne? Also widerlicher und ekelhafter geht es wirklich nicht mehr. Menschen auszupressen, die ganz unten angekommen sind, sei mal dahingestellt, wie viel Arbeitslosengeld die jetzt bekommen. Aber es ist vollkommen egal. Wenn ihr arbeitslos seid, dann gehen die Alarmglocken an, weil irgendwann ist die Kohle Ende, weil auch Arbeitslosengeld 1 hört nach einem Jahr auf oder spätestens nach 2, wenn man schon ein paar Arbeitsjahre mehr hat als andere. Das geht nicht. Also man kann doch nicht arbeitslose Leute abzocken. Also ich meine, es gibt ja noch ein paar ehrliche Betrüger, die wenigstens fragen, ob man arbeitet. Und das interessiert die hier scheinbar gar nicht und redet von vielen, vielen Kunden. Ja, und in diesem Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit glaube ich das tatsächlich sogar, dass der ein oder andere, der eigentlich intelligent ist, sowas nicht zu tun, wird es vielleicht tun, weil er keine andere Möglichkeit mehr sieht. Es gibt so viele Gründe, warum man auf so einen Betrug reinfällt. Und Arbeitslosigkeit ist da ein riesengroßer Grund für. Und vor allem, stellt euch mal vor, ihr seid arbeitslos, habt vielleicht noch eine Familie zu versorgen. Ja, und dann gibt einer von den beiden Erwachsenen im Haushalt die Kohle für sowas aus und verzockt das Geld. Da können ja ganze Familiendramen entstehen. Kinder haben vielleicht weniger zu essen oder gar nichts mehr. Oder können vielleicht keine neue Schulmappe kaufen oder was weiß ich. Das nimmt ja überhaupt kein Ende. Und sie redet ja ganz offen davon, dass da arbeitslose Leute investieren. Also das ist schon echt der absolute Hammer. So, jetzt geht es ja wieder. So, nee, aber ist immer noch nichts angekommen. Mit der E-Mail, also die ist noch nicht da. Können Sie die nochmal schicken, wenn die noch nicht rausgegangen ist? Ja, genau. Jetzt will ich es nochmal, vielleicht dieses Mal bekommen Sie. Moment. Mhm. So, ich meine Sie bitte jetzt, aktualisieren Sie Ihre Seite. Vielleicht jetzt bekommen Sie etwas. Warten Sie. Ich drücke nochmal auf Aktualisieren. Nee, ist tatsächlich noch nichts da, aber ich kann ja hier nochmal im Spam gucken. Ja, die E-Mail hat ja tatsächlich sehr lange gedauert. Ich vermute, dass die erste E-Mail ja tatsächlich nicht verschickt wurde. Aber auch sehr interessant einfach mal wieder, wie viel Zeit die eigentlich mit ihrem eigenen Blödsinn verplempern. Die Tante erzählt sich um Kopf und Kragen, schickt mir irgendwas zu, dann wollen sie irgendwelche Links schicken, die dann per E-Mail kommen, wo man draufklicken soll. Damit ziehen die ja eigentlich alles selber total in die Länge. Also ich meine schon, solange wie das Gespräch jetzt hier schon wieder läuft, frage ich mich auch immer, wer so viel Zeit für so viel Krempel und Blödsinn hat. Und nee, da ist zwar auch ganz viel drin, aber von Ihnen ist da jetzt auch noch nichts dabei. Okay, ganz kurz bitte. Dürfen Sie bitte jetzt? Was haben Sie schon bekommen? Na, ich aktualisiere nochmal. Nö, ist aber tatsächlich noch nicht angekommen. Also bei mir ist es schon dreimal ist losgegangen. Ja, also die dürfen letzte, Sie vielleicht sparen? Die letzte Nachricht, die ich von Ihnen bekommen habe, ist von 14.03 Uhr. Und wenn ich in den Spam-Ordner reingucke, da ist von Ihnen auch nichts drin. Keine Ahnung, warum die nicht ankommt. Die andere ist ja angekommen. Ist da wieder ein Link drin, oder? Nein, da steht als Betreff, also auf Englisch, was ist ein SSL-Certificate? Also, haben Sie das auch auf Deutsch? Ich kann es für Sie mit Übersetzer nochmal zu schicken. Also ich habe ja vorhin schon über Ihre blöde Webseite gemeckert, dass das alles auf Ausländisch gestellt ist und dann schickt die mir wirklich einen englischen Text zu. Naja, da frage ich auch wieder, wo die Intelligenz bei ihr anfängt.
Ich meine, letztendlich reden wir auch die ganze Zeit auf Deutsch. Was soll ich als Kunde dann mit einem englischen Text? Ich meine, wieder der Vergleich mit eurer Hausbank. Ihr unterhaltet euch mit eurer Hausbank und die schicken euch irgendwelche Texte zu. Geht ja mittlerweile auch alles per E-Mail. Ja, und dann steht da irgendwas auf einer anderen Sprache? Also ich glaube ja wohl nicht. Also was das jedes Mal soll? Ich meine, vorbereitet sind die auf überhaupt nichts. Und einen Google-Übersetzer kann ich auch alleine benutzen. Ja, dann machen wir das mal so. Vielleicht kommt es dann an. Okay. Naja, jetzt kam das hier auf Englisch an. Gut, ich jetzt übersetze für Sie auf Deutsch. Moment. So, ich habe das jetzt hier mal selber eingegeben. Also da steht das drin, was ich gesagt habe, nicht das, was Sie gesagt haben. Da steht nicht, dass da die Daten automatisch danach gelöscht werden. Das hatten Sie ja gesagt. Das steht hier bei Ihnen auch nicht drin. Es wird automatisch gelöscht, genau. Naja, das steht ja da eben nicht drin, auch nicht in Ihrem Text. Okay, weil vielleicht ist dieser Text ist einfach ein insgesamter Text. Also was heißt SSL Security? Ja, was das heißt, weiß ich ja. Aber das ist ja nur eine sichere Verbindung zwischen zwei Systemen, also meinem Computer und Ihrem Server. Aber das hat ja nichts mit Löschen zu tun. Das löscht ja danach nichts. Also nach der Transaktion, wir haben keine Daten von Ihnen. Ja, aber das hat nichts mit SSL zu tun. Das hat dann wieder was mit Datenschutz zu tun, den Sie denn da vielleicht einhalten. Aber mit SSL hat das nichts zu tun. Ja, genau. Dann habe ich falsch gesagt. Na sehen Sie, dann hätten wir uns das ja sparen können. Na gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ja. Also man hat es ja an ihrer Stimmlage gehört. Sie hat jetzt einfach nur noch Ja gesagt, um das hier endlich weiterzubringen. Weil das Ganze, das geht jetzt hier schon so lange mit diesem SSL-Zertifikat. Also ich glaube, eine halbe Stunde sind wir da locker dabei gewesen. Und da ging es eigentlich nur um dieses beschrubbte SSL-Zertifikat. Ich weiß nicht, wie man sich so aufhängen kann in seinem eigenen Skript, dass es überhaupt nicht weitergeht und wir hier fleißig ihre Zeit verplempern. Naja, aber das Gespräch geht ja noch eine ganze Weile weiter. Also auch noch eine richtig ganze dolle Langeweile. Okay, gut, dann machen wir jetzt weiter. Also wie gesagt, wurde die Transaktion gleich dann bestätigen mündlich und dann mit einem SMS dann von Ihrer Bank. Ja. Natürlich können Sie es auch selber machen. Dazu ich kann Ihnen schicken den Link zu unserem Zahlungssystem. So können Sie alles also machen selber. Also alles nach Ihrem Wunsch. Wie es wäre Ihnen am liebsten, wenn wir helfen für Sie von unserer Seite und wenn Sie werden es machen selber, also durch Link zu unserem Zahlungssystem. Na so wie am besten ist. So wie Sie das okay, gut, dann wir können für Sie helfen von unserer Seite. Ja. Sie werden es mündlich bestätigen und dann mit einem SMS dann oder in einer App von Ihrer Karte. Okay, sagen Sie bitte, Herr Steiner, was ist Ihre Postleitzahl? Die Postleitzahl ist die 12055. 12? Also 12055 oder nur 55? Nee, 12055. Okay, 12055. Okay, sagen Sie bitte noch Ihr Geburtsdatum. Das ist der 17.07.92. 92? Okay, sagen Sie bitte noch, Herr Steiner, Ihre Straße und Hausnummer. Das ist die Braunschweiger Straße 77. Ja, die ganzen Fake-Daten von mir habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon echt alle im Kopf. Sie bitte buchstabieren, damit ich keinen Fehler mache. Braun? Ja, also braun wie die Farbe. Ja. Und dann SCH. SCH. Ja, dann G. G. Ein W. W. Ein E. E. Ein I. I wie Igel. Dann ein G. Georg. Ein E. Emil. Ja, und ein R. Richard. Okay, und Nummer? 77, also 77. 77. Okay, prüfen wir es nochmal an. Geburtsdatum, es ist 17.07.1991. 92, Entschuldigung. Ja, 1992, genau. Okay. Hallo? Okay, also möchten Sie sagen, dass Sie sind 29 Jahre alt?
Also okay, auf jeden Fall. Sie werden auch durchführen eine Verifikationsprozedur mit Dokumenten. Dann sollen Sie an uns schicken, entweder eine farbige Kopie oder ein Foto von Ihrem Ausweis oder Pass. Mhm. Damit wir Ihr Handelskonto verifizieren können. Und natürlich Ihre Person auch identifizieren. Mhm, ja, na klar. Okay, mit welcher App soll ich das machen? Was meinen Sie mit welcher App? Na, Postident-App oder die Secure-App? Nein, das können Sie einfach an mein E-Mail oder WhatsApp zuschicken. Na, das schickt man doch nicht per E-Mail. Oder das können Sie auch selber in Ihrem persönlichen Account herunterladen. Das auch können Sie auch machen, gerne selber. Also hochladen meinen Sie, nicht runterladen? Ja, ja, hochladen. Wo mache ich das da? Okay, ich sage jetzt für Sie. Sind Sie noch auf unserer Plattform, ja? Ich bin noch drauf, ja. Wir wollten ja da noch einzahlen irgendwie. Ja, genau. Dann soll ich jetzt Einzahlung durchführen mit Ihnen oder möchten Sie wissen, wie können Sie da Ihre persönlichen Daten herunterladen? Nur das ist mir egal, so wie Sie es gerne hätten. Okay, gut. Dann aktivieren wir Handelskonto zuerst. Hm. Also, ja, und hier stellt man natürlich fest, worauf die Priorität liegt. Nicht auf eure Datenverifikationen, die vielleicht noch zu einem Identitätendiebstahl führen können. Nee, der Fokus liegt hier auf eure Kohle. Deswegen machen wir das jetzt hier lieber schnell erstmal zuerst. Weil wenn das Geld da ist und ihr schickt danach eben keine Dokumente, ja, dann ist halt das Geld da. Und naja, dann bleibt es da halt liegen. Ich meine, bleibt es sowieso da bei denen. Aber ihr kriegt es eh nicht wieder. Und von daher ist die Kohle hier auch erstmal an erster Stelle. Kommen wir mal wieder zu eurer Bank. Ich denke mal, bevor ihr da Geld auf euer Konto einzahlen könnt, habt ihr da euren Personalausweis erstmal irgendwo hingelegt und den gezeigt. Und nicht andersrum. Nicht erst das Geld und dann habt ihr bewiesen, dass ihr ihr seid und ja, mit eurer Meldeadresse und so weiter. Also ja, wieder gut zu sehen, was hier der Fokus einfach ist. Ich habe auch nochmal ein kleines Beispiel von Binance, also einer seriösen Trading-Plattform. Also soll keine Werbung für diese Plattform sein, gibt auch andere seriöse. Aber bei Binance, da kann ich erst einzahlen, wenn ich mich auch verifiziert habe. Gut, wenn ich das Geld da jetzt überweisen will, dann kann man das auch vorher schon tun. Aber da wird nicht nachgefragt, dass sobald ich da registriert bin, ist der erste Punkt, der mir da extrem ins Auge fällt, weil es einfach so deutlich gemacht wird, wir brauchen erst deine Legitimation, also dass du eben du bist. Und das funktioniert bei Binance auf jeden Fall nicht über irgendwelche unseriösen Wege. Ja, und die signalisieren, erst müssen wir ja hier mal bestätigen, dass du auch echt bist. Ja, und dann kannst du auch bei uns handeln und nicht, gib mal erstmal Geld und dann gucken wir mal, wer du bist. Sie bitte, Herr Steiner, was ist das Ablaufdatum von Ihrer Meisterkarte? Warten Sie, da muss ich nochmal nachgucken. Das ist 0527. 0, 0, 5? Mhm. 24. Nee, 27. Okay. Was ist die Kartennummer? Es muss mit 5 anfangen, wenn es eine Meisterkarte. Genau. Soll ich das hier nicht eintragen? Wir waren ja hier schon auf der Seite zum Eintragen. Nein, das können Sie mir jetzt nicht sagen, weil Sie sollen es mündlich bestätigen auch. Ach so, dann ist das die 5449239790. Können Sie bitte Zahl nach der Zahl sagen? 54. Ja, dann noch eine 4. 544. Ja, genau, und dann kommt die 9. 9. 5449. Ja, und dann die 2. 2. Dann die 3. 2, 3. Ja, dann die 9. 9. Ja, dann die 7. 7. Dann kommt die 9. 9. Und die 6. 6. Und dann die 0, 5. 0, 5. Und die 2, 5, 7, 4. 2, 5, 7, 4. Ja, genau. Okay, Name auf der Karte steht genauso, wie Sie haben es bei uns eingegeben. Gerold Steiner. Ja, genau. Okay, gibt es keine Mietername oder einige Zeichen? Ein was für ein Ding? Vielleicht haben Sie Mietename oder es einfach zwei Namen. Gerold Steiner. Name und Vorname und Nachname, Entschuldigung. Ja, genau. So steht es da drauf, ja. Okay, gut. Sagen Sie bitte noch, Herr Steiner, wie lautet Ihre elektronische Unterschrift?
an der Rückseite Ihrer Karte. Wie? Da ist meine Unterschrift drauf, ja. Da finden Sie unter schwarzer magnetischer Linie drei Zahlen. Das Ach, Sie meinen die CVV-Nummer? Genau. Ja, dann sagen Sie das doch. Da steht 712. 712. Mhm. Okay, gut. Dann, Herr Steiner, wie vereinbart, machen wir jetzt eine Transaktion mit 250 Euro von der Karte, die enden Sie mit 2474 auf Ihr persönliches Handelskonto. Stimmen Sie zu, ja? Mhm, genau. Okay, bleiben Sie bitte in der Leitung, Herr Steiner, weil Sie bekommen auf Ihrer E-Mail einen E-Mail von unserer Verifizierungsabteilung mit einem Code. Ja. Bleiben Sie bitte ganz kurz an der Leitung. Ah ja, also ich soll jetzt auf eine E-Mail warten, nachdem ich ihr meine Kreditkartendaten gegeben habe und ich bekomme einen Verifizierungscode. Klingt ja schon wieder komisch. Was soll ich denn bitte schön bei einer Transaktion verifizieren? Wenn ich was verifizieren muss, dann bekomme ich per SecureTAN, eben eine TAN per SMS, per App oder wie auch immer, von der Bank, mit der ich eben gerade bezahlen möchte. Das, was jetzt hier passiert, ist allerdings, ja, eine bekannte Masche, nur wieder in einem neuen Mantel. Man lässt sich die Kreditkartendaten also jetzt geben, bevor man die Daten dann, naja, auf einer dritten Webseite bestätigen soll. Also Herr Steiner, jetzt haben Sie auf Ihrer E-Mail einen E-Mail von unserer Verifizierungsabteilung bekommen. Das heißt CoinDeck. Ach du Gott, dann per E-Mail wieder. Warten Sie. Ja. Das dauert doch ja immer so ewig. Ja, also nachdem sie mich wirklich hier eine gefühlte Ewigkeit hat warten lassen, also genau zu seinen 2 Minuten, wo sie nicht gesprochen hat, hat sie einen Link fertig gemacht, wo gleich alle Daten drinstehen, zur externen Webseite CoinDeck. Das heißt, sie hat alles schon mal eingetragen, meine Kreditkartendaten, und schickt mir nun einen Link zu einem Krypto-Wallet. Also sind wir wieder bei dem Thema, wir versenken unser Geld auf ein absolut nicht nachprüfbares Konto. Ja, und das hat sie jetzt hier alles umgangen, indem ich da gar nicht selbst diese Seite aufrufen muss und mich erst wundere, was das jetzt mit einer externen Webseite auf sich hat. Jetzt wird ja einfach erzählt, die Überprüfungsabteilung, Finanzabteilung, wie auch immer, schickt mir jetzt einen Link zur Bestätigung. Ah ja. Ganz genau. Das ist kein Link zur Bestätigung, sondern ein Link, wo ihr die Transaktion wieder selbst fertig macht, letztendlich am Ende. Oh, nee. Also ich habe auch bis jetzt nur einmal eine E-Mail bekommen mit dem Zertifikat vorhin. Da hatten Sie ja auch gesagt, Sie haben das schon 3-mal geschickt. Okay. Da ist auch nur eine bis jetzt gekommen. Nicht, okay, Moment, bitte, ja. Vielleicht ist automatisch gegangen. Ganz kurz, bleiben Sie an der Leitung. Ich kann mich ja auch nochmal anmelden. Vielleicht kommt dann irgendwas. Nee, ist aber auch nicht anders. Okay, Herr Steiner, lassen wir uns bitte nochmal prüfen, die Kartennummer. Ja. Was soll also es? Soll ich ja, 16 Stelle, ja. Ja. Können Sie bitte das nochmal durchlesen? Also die ganze Nummer nochmal. Genau. Ja. Das ist dann 544. Ja. Dann die 9239. Ja. Dann ist es die 7690. Dann die 52 und die 574. Ja, aber hier steht, die Karte ist falsch. Leider. Nee, ich hab die doch hier. Das steht da drauf. Lesen Sie mal nochmal vor, was Sie da haben. Ja, können Sie bitte die vierten Zahlen nach der Zahl. Also jede Zahl einzeln. Genau. Ja, dann habe ich da eine 5. Ja. Eine 4. Ja. Noch eine 4. Ja. Eine 9. 9. Dann eine 2. 2. Eine 3. 3. Eine 9. 9. Eine 7. 7. Eine 6. 6. Dann eine 9. Dann eine 9. Eine 0. 0. Eine 5. Eine 5.
Eine 2. 2. Eine 5. 5. Eine 7. 7. Und eine 4. Und eine 4. Okay, Moment, bitte noch. Ja, was sie sich hier hat nicht anmerken lassen. Sie hat aber kurz gestockt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Nach der eine 6 hat sie ja ganz kurz gewartet und dann gesagt, okay, ich hatte vorher mit Absicht einen kleinen Zahlendreher eingebaut, den sie dann aber in meiner Vorlesung mit den Tausenderstellen nicht aufgedeckt hat. Das heißt, sie hat jetzt hier wieder eine ganze Menge Zeit verplempert und hat einen Zahlendreher drin. Habe ich aber so versteckt, dass sie eben denkt, dass sie das selbst verdreht hat, die Zahlen. Tja, und jetzt probiert sie das Ganze noch einmal. Okay, gut. Die Kartennummer am Ende, es ist 2574. Gültigkeit, es ist 0527. Genau genommen steht dann 05, dann Schrägstrich und dann 2027. 2027? Okay, und die drei Zahlen an der Rückseite Ihrer Karte? Ja, da steht 712. 712. Okay, aber diese Karte, also wie ich weiß, also normalerweise die Kreditkarten gültig nur 5 Jahre und es ist aber länger, die 27. Es kann Maximum bis 26. sein. Aber die habe ich ja jetzt ja ganz neu erst bekommen. Ah, ich habe das neu ganz bekommen. Ja. Okay, ganz kurz. Okay, Herr Steiner, ja, aber also es geht nicht mit dieser Karte, weil es ist unmöglich, weil die Karten, es ist können gültig sein, nur Maximum 5 Jahre. Für 5 Jahre. Von Ihrer Karte gültig 6 Jahre. Vielleicht ist also das ein welche Fehler? Banken benutzen Sie? Von welcher Bank das ist? Das ist die Frage. Ja, das von der Berliner Sparkasse habe ich die Karte. Von der Berliner Sparkasse-Karte. Okay. Die kam hier per Post. Aber Berliner Sparkasse. Okay, welche Karte benutzen Sie noch, Herr Steiner? Na, ansonsten hätte ich noch, warten Sie mal, wie heißt die Karte, so eine Discover. Discover-Karte. Ganz normale Bankomatkarte, oder was meinst du? Nee, die Discover-Karte ist auch eine Kreditkarte. Die fängt mit einer 6 an. Das ist eine amerikanische Express, nein? Nein, so eine habe ich auch, ja. Nein, bei uns können Sie nur mit einer Visa oder Meister. Vielleicht haben Sie noch eine Visa-Karte. Ich guck mal, was hier noch. Eine JCB-Karte habe ich auch. Damit kann ich auch bezahlen. Aber die ist nur fürs Ausland. Okay, also gibt es auf dieser Karte 16-stellige lange Nummer? Jetzt hier eine Visa-Karte. Genau, und die fängt mit einer 4 an. Okay, dann können wir von Ihrer Visa-Karte vielleicht die Transaktion durchführen. Ja, soll ich da dann auch nochmal die Nummer vorlesen? Ja, genau. Sagen Sie zuerst, Name steht auf der Karte genauso Garold Steiner. Ja, da ist ein Rechtschreibfehler drin, aber das passt schon. Das ist meine Karte. Okay, gut. Und dann das Ablaufdatum von dieser Karte? Ja, auch wieder so eine geile Nummer. Also wenn ihr mit einer Kreditkarte bezahlt, dann sollte in der Regel, also nicht nur mit der Kreditkarte, auch mit der normalen Bankkarte, in der Regel sollte der Kassierer da auf den Namen auch nochmal drauf schauen. Und ich sage jetzt hier, da ist ein Rechtschreibfehler drauf und ja, also ein Rechtschreibfehler auf einer Bankkarte. Ja, genau. Ablaufdatum ist 0722. 0722. Okay, die Kartennummer, es muss mit 4 anfangen, wenn es eine Visa. Ja, das ist dann eine 4, eine 8, eine 1, eine 2, eine 1, eine 1, eine 8, eine 7, eine 3, eine 7, eine 6, eine 2, eine 0, eine 3, eine 1 und eine 0. Okay, und die drei Zahlen an der Rückseite Ihrer Karte? Da steht 117. Okay, gut, dann wie vereinbart machen wir jetzt eine Transaktion von der Karte, die endet sich mit 0310 mit 250 Euro auf Ihr persönliches Handelskonto. Stimmen Sie zu? Ja? Ja, na klar, haben wir ja bei dem anderen auch schon. Okay, dann bleiben Sie wieder in der Leitung, weil Sie bekommen jetzt eine Bestätigung von Ihrer Bank. Ja, ganz okay. Kurz. So ganz langsam verliert sie hier schon ihren Elan. Man hört sie am Telefon schon Luft holen. Das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass sie wohl schon so ein ganz kleines bisschen genervt ist mittlerweile. Naja, aber wir haben ja tatsächlich noch 40 Minuten Gesprächszeit mit der Tante übrig. Herr Stein.
gerne sagen Sie bitte, aus welchem Land diese Karte ist? Die Karte, die... Deutsche Karte? Nee, die Karte, die habe ich aus dem Ausland. Aha, vielleicht deswegen, das also geht nicht auch von Ihrer Visa. Wieso denn das nicht? Ich kann ja damit auch ganz normal einkaufen. Okay, aber online, also leider bei unserer Firma können Sie nur mit also eine deutsche Karte bezahlen. Also die Karte, die Sie haben in Deutschland bekommen. Na, dann müssen wir also, die Mastercard nochmal nehmen. Okay, gut. Die Mastercard, also... Denn Sie haben also erstes Mal ja angegeben, oder was meinen Sie? Ja, zum Beispiel, ja. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ja auch noch eine American Express und so eine Discover und eine JBC-Karte. Also amerikanische Express geht auch nicht, Moment kurz. Also damit kann ich ja auch überall bezahlen sonst. Also mir ist absolut schleierhaft, wie die Leute aus den Betrüger- und Abzocker-Callcentern immer darauf kommen, dass eine Kreditkarte, wenn man sie aus dem Ausland hat, ja nicht im Ausland funktioniert. Das ist komplett Blödsinn. Angenommen, ich habe jetzt eine Kreditkarte aus Deutschland, dann kann ich doch auch mit der Kreditkarte bei denen im Ausland bezahlen. Also völliger Bullshit. Gerade dafür sind Kreditkarten ja auch teilweise praktisch, dass ich damit im Ausland bezahlen kann, weil viele Banken horrende Gebühren nehmen, wenn ihr bei anderen Banken abbucht. Und das ist bei Kreditkarten weniger der Fall. Gibt's auch, aber grundsätzlich kann man eigentlich jede Kreditkarte in jedem Land verwenden. Also immer davon abgesehen, dass der Anbieter die auch unterstützt. Aber wenn man sagt, ich nehme eine Visa-Karte, dann kann die Visa-Karte von überall sein. Dann ist das eigentlich absolut irrelevant, aus welchem Land diese Karte stammt. Und wo ich mein Konto habe, ist auch in dem Fall egal. Steuerlich ist das immer so eine Sache, aber unterm Strich ergibt das halt auch keinen Sinn, was die da immer sagen, dass eine ausländische Karte nicht im Ausland funktioniert. Ja, warum sollte sie da nicht funktionieren? Alle anderen Karten gehen doch auch überall. Sagen Sie bitte, Herr Steiner, und Ihre Mastercard ist aktiviert für Online-Einkaufen. Haben Sie schon etwas mit dieser Karte also einbezahlt online oder eingekauft? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber wo sieht man denn das, ob die dafür aktiviert ist? Normalerweise, Sie bekommen als Bestätigung, also wenn Sie etwas einkaufen online mit dieser Karte, sollen Sie immer es bestätigen. Entweder bei einem SMS dann oder in einer App von dieser Karte. Na, das mache ich meistens hier mit der Visa. Also mit der Master habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht im Internet was gemacht. Aber Sie wollten die ja vielleicht haben. Diese Karte ist nicht aktiviert für Online-Transaktionen. Das manchmal passiert, wenn diese Karte ist neu. Okay. So ist es. Deswegen kann es auch so sein. Also gut, Sie haben noch ganz normale Bankomatkarte, ja, wie ich verstehe. Ja, sowas habe ich auch, na klar. Wollen Sie da was abbuchen? Weil dann sage ich Ihnen meine IBAN-Nummer, dann können Sie das ja direkt abbuchen. Das können wir nicht machen von Ihrer ganz normalen Bankomatkarte, aber wir können Ihnen zuschicken die Bankdaten von unserer Partnerbank, die keine Provision für unsere Kunden hat, und Sie können es in Ihrem Online-Banking ganz normale Banküberweisung also machen. Na, wäre doch viel bequemer, wenn Sie das einfach abbuchen. Ich meine, wenn ich jetzt sowas im Internet kaufe, dann kann ich das ja auch abbuchen lassen. Ja, dadurch, dass es hier um eine Investition geht, wo ich mein Geld ja nicht wiederbekommen soll, ja, kann man halt eben nicht abbuchen lassen. Würden die abbuchen, hätte ich 6 Wochen Zeit, die Kohle wieder zu stornieren, wenn da irgendwas schiefläuft. Naja, und dann haben sie kein Geld. Ja, und genau deswegen kann man auch von meinem Konto nicht abbuchen. Nur so eine logische Erklärung bekommt man natürlich von denen nicht. Bei den Kreditkarten gibt es auch solche Möglichkeiten. Problem ist allerdings an der Geschichte, die Kreditkarten, die man hier immer haben will von euch, die soll man ja bei Kryptowallets eingeben. Und die Kryptowallets sind halt nicht mehr nachvollziehbar und die Kohle ist dann da weg. Also da kann man dann auch bei Visa und bei Master nichts mehr zurückholen in diesem Fall. Ja, weil Geld landet halt im Nevada und keiner weiß, wo es ist. Tja, außer die Betrüger. Die fahren währenddessen mit dem Porsche durch die Gegend. Aha, dann gibt es auf Ihrer ganz normale Bankomatkarte 3 Zahlen an der Rückseite Ihrer Karte. Also genau CVV. Nee, sowas hat man ja bei einer normalen Bankkarte nicht. Aber man kann ja bei IBAN ja trotzdem eine Lastschrift machen, dass abgebucht wird per Lastschrift. Vielleicht können wir es nicht machen. Also wir können Ihnen einfach die Bankdaten zuschicken, damit Sie es so machen, ganz ruhig in Ihrem Online-Banking machen können. Und wieso geht denn das nicht?
Also leider, also bei uns, wir können in der Halle nur mit einer Visa oder mit einer Mastercard. So. So ist es, ja. Das ist ja blöd. Also wir können für Sie die Bankdaten so vorbereiten und dann können Sie es ganz ruhig in Ihrem Online-Banking machen. Oder vielleicht haben Sie Bitcoin-Wallet. Was ist das? Also Bitcoin-Geldbörse. Da also haben Sie Bitcoin. Nee, sowas will ich ja erst noch machen. Das habe ich ja noch nicht. Okay, habe ich verstanden. Ganz kurz. Ja, das kann man sowas bei euch auch direkt kaufen auf der Webseite, so Bitcoin? Bitcoin bei uns können Sie nicht kaufen. Können Sie. Es machen Sie schon mit Ihrem Finanzberater. Also mit mir jetzt nicht, aber mit dem Finanzberater natürlich können Sie es machen. Ach so, also mit dem kann ich dann so einen richtigen Coin dann auch kaufen. Ja genau, er Fachmann ist, er hat Wirtschaftsmarkt studiert, er hat spezielle Ausbildung, ja. Also ich bin einfach Account Managerin, der hier für Sie Handelskonto aktivieren. Ja. Okay, und wie läuft das nachher, wenn man sich so einen Bitcoin bestellt, bekommt man denn den per Post zugeschickt oder wie funktioniert das dann? Ja genau. Ach ja, so viel Blödsinn schon wieder auf einmal. Genau, wenn ich mir einen Bitcoin bestelle, kriege ich den per Post nach Hause geschickt. Total logisch, die ganze Geschichte. Naja, aber davon mal abgesehen. Sie sagt mir auch, ich kann auf ihrer Webseite angeblich einen ganzen Bitcoin kaufen. Sehen wir mal wieder davon ab, dass das Ding so teuer ist, dass man es nicht kaufen kann. So bummelig gerade bei 30.000 bis 40.000 Euro. Kann auch mal mehr sein oder auch mal weniger. Weiß man immer nicht. Die Kurse fallen und steigen ja. Aber die Webseite hier, die ist auf Trading ausgelegt. Also reines Trading. Und wenn ich trade, dann ist das nicht kaufen. Beim Traden setzt man auf steigende oder fallende Kurse. In beiden Fällen, wenn man richtig gesetzt hat, also wie eine Wette kann man das Ganze vergleichen, wenn man richtig gesetzt hat, dann bekommt man eben die Profite. Ja, also es ist im Grunde genommen, ja, könnte man auch Pferdewetten spielen, ist das Gleiche, nur dass hier die Chance halt immer 50 zu 50 ist. Also schicken wir zwei Pferde ins Rennen, eins davon wird schon gewinnen. Ja, aber die Chance 50 zu 50, die kann halt auch gefährlich sein, weil man immer auf das Falsche setzt. Und dann ist die Kohle weg. Ja, aber die Tante erzählt mir, ich kann hier bei der auf der Webseite einen ganzen Bitcoin kaufen. Und das kann ich eben nicht. Also ich kann da keinen ganzen Bitcoin kaufen, das erzählt sie mir hier nur. Sie hat ja erst mit Nein angefangen und dann gemeint, ja doch, das ja, können wir hier machen. Ja, weil sie dachte, dass sie sonst vielleicht einfach auch mein Vertrauen verliert oder meine Aufmerksamkeit. Und deswegen hat sie dann doch noch schnell umgeswitcht und gemeint, ah ja doch, doch kann man da kaufen. Sie ist ja nur keine Finanzexpertin und da gibt's ja jemanden dafür. Ganz genau. Also alles wieder nur Blödsinn und man merkt sogar, wie sie sich spontan Geschichten ausdenken. Dann also persönliche Applikation, es wird sein, ja, und da können Sie sich immer einloggen mit Ihrem E-Mail und den Passwort. Ach so. Da werden Sie alles sehen. Da gibt es Bitcoin, ja, und wenn es steigt, dann können Sie es verkaufen. Wenn es geht nach runter, das können Sie es verkaufen. Ja. So ist es. Okay. Okay, gut, dann Herr Steiner, was können wir machen? Das einfach Ihnen die Bankdaten vorbereiten und das können Sie nicht am Online-Banken als ganz normale Banküberweisung tätigen. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wir können Ihnen jetzt die Bankdaten von unserer Partnerbank vorbereiten, damit Sie Ihr Handelskonto mit einer ganz normalen Banküberweisung aktivieren können. Okay, dann schicke ich Ihnen die Bankdaten per E-Mail. Ach, Moment, wieder per E-Mail, das dauert ja wieder so lange. Wollen Sie mir die Bankdaten nicht am Telefon sagen, weil das geht doch dann viel schneller. Hallo? Ja, ganz kurz, Moment. Wie spät ist denn das eigentlich gerade? Ich habe jetzt hier gerade gar keine Uhr. Also jetzt, es ist 2.52 Uhr. Ah ja, okay. Ja, das war mal ein kleiner Test von meiner Seite, in welcher Zeitzone sie eigentlich sitzt. Aber Tatsache, die Uhrzeit hat gepasst. Ich habe hier fast vermutet, dass sie ja irgendwo weiter weg im Ausland sitzt und dadurch auch vielleicht eine andere Zeitzone auf ihrem Computer stehen hat. Ich sitze hier natürlich selbst am Computer. Das weiß sie ja eigentlich auch, aber auf die Idee ist sie gar nicht gekommen. Sie hat mir halt geglaubt, dass ich irgendwie gerade keine Uhr habe. Aber gut. Ach, das höre ich ja jetzt erst. Bei Ihnen auf der Webseite gibt es ja auch noch so coole Soundeffekte, wenn man da irgendwo draufklickt.
Ja, in der Tat. Hier haben wir wieder eine neue Qualität an Betrug. Die Website ist ziemlich professionell aufgebaut. Man kann dort, man kann dort richtig sehen, wie die Kurse steigen und fallen. Ist zwar lauter Bling Bling Shishi drin und völlig übertrieben, aber naja, die Webseite, die wirkt tatsächlich wie eine echte, vernünftige Webseite und nicht wie eine kaputte Webseite, wo nichts funktioniert. Abgesehen davon, dass die Sprache nicht anständig übersetzt ist und lauter Rechtschreibfehler drin sind und auch HTML-Code teilweise zu sehen ist, weil er einfach falsch programmiert wurde. Also zum Beispiel das Und-Zeichen sieht man öfters mal an bestimmten Stellen, aber nicht, weil irgendeine Formatierung nicht stimmt, sondern ganz einfach, weil es total kacke programmiert ist und der Code sicherlich auch nicht sauber ist von denen, also zumindest nicht der aus der deutschen Sprache, weil lauter HTML-Blödsinn mit dazu geklatscht wird. Und statt irgendwo Einstellungen hinzuschreiben, steht da die Einstellungen. Und daran kann man schon erkennen, dass da schon geschlampt wurde. Aber ja, die Schlamperei hier ist auf einem ganz anderen Level wie bei den meisten Betrügern. Hier könnte man tatsächlich erstmal auf den ersten Moment denken, man zahlt da auf einer richtigen Webseite ein. Naja, und das ist halt eben noch das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Und genau deswegen machen wir den ganzen Krempel ja hier auch auf YouTube. Haben Sie jetzt schon geschickt, die E-Mail? Ganz kurz, also fast fertig. So habe ich schon gesendet. Prüfen Sie bitte, ob habe ich das schon bekommen. Dann gucke ich da. Als Betreff steht Bankdaten für die Überweisung. Ja. Dann kommen wir mal zu eurer Lieblingsstelle, zu den vielen 000000000000. Ja, wir kriegen die E-Mail natürlich nicht in diesem Fall. Wir lassen uns natürlich die Bankdaten hier wieder vorlesen. Ja, und einmal wäre ja auch langweilig. So, dann habe ich hier E-Mail nochmal auf, dann gehe ich jetzt hier nochmal auf den Posteingang und aktualisiere das hier alles nochmal. Nee, ist aber noch nicht da. Okay, vielleicht ist auch, können Sie auch Spamprüfen. Manchmal landet es auch da. Das sind die Bankdaten von unserer Partnerbank, der speziell für unsere Kunden keine Provision hat für die Überweisung. Also damit Sie nicht zusätzlich für die Überweisung einzahlen. Ja. Also das heißt, wenn Sie 250 Euro überweisen, dann bekommen Sie ganze Summe und werden Sie sehen 350, ja, zusammen mit dem Bonus. So ist es. So, aktualisieren Sie vielleicht nochmal Ihre Seite. Ist aber immer noch nicht da. Wenn nicht, dann sagen Sie mir die Bankdaten einfach durch, dann gebe ich die so ein. Geht ja dann schneller. Das Bankkonto habe ich schon auch. Ja, dann können wir es draußen machen, aber ich möchte, damit es sicherer ist. Ja, gut. Das, wenn es hier mal so lange dauert. Ich habe hier irgendeine E-Mail. Machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Was ich beruflich mache? Mhm. Ich arbeite also mit, wie soll ich das erklären? Ich erzähle es lieber nicht. Okay, kenne ich auch nicht. Einfach solche Frage. So, ich habe jetzt hier eine E-Mail bekommen von CoinDeck. Es ist ja von unserer Verifizierungsabteilung. Die ist jetzt gerade gekommen, die E-Mail. Ist das das oh, mit dem... Oh, es ist aber lange gedauert. Das brauchen Sie nicht mehr. Also ich habe jetzt Ihnen auf Deutsch die Bankdaten zugesendet. Ich gucke mal nochmal. Ja, als Betreff steht Bankdaten für die Überweisung. Ja. Jetzt habe ich hier so eine von Anna Klein, aber da steht irgendwas anderes. Das sind dann auch wieder nicht die, denke ich mal. So. Jetzt habe ich hier noch eine E-Mail bekommen, aber die ist auch wieder von CoinDeck. Nein, sollte sie haben von Stefanie Ivanovic. Nee, da ist noch nichts gekommen. Also jetzt ist hier gerade nochmal von CoinDeck nochmal eine Nachricht. Also da habe ich jetzt zwei E-Mails davon. Die zweite E-Mail von CoinDeck soll sein mit Bankdaten auf Englisch und wir haben ihnen auch auf Deutsch gesendet. Ja, aber... Von Stefanie Ivanovic sollen sie auf Deutsch bekommen. Ja, das ist aber noch nicht da.
dann jetzt nochmal zu schicken. Moment, vielleicht das zweite Mal kommt es schneller. So, jetzt habe ich noch eine E-Mail bekommen von CoinDeck. Da steht irgendwas mit Order has been received. Da stehen auch Bankdaten drin. Genau, aber es ist auf Englisch. Ja, genau. Da, aber Ihnen. Da steht LT71375 und so weiter als IBAN-Nummer. Nochmal als LT, was sehen Sie? LT73 7500 2000 3742240. Ja, und als Überschrift steht da Global DLT Exchange SRO. Und die, okay, als IBAN, es ist ein bisschen unterschiedlich. Sollen Sie es LT85367 und am Ende 043? Nee, da steht 240 bei mir am Ende, bei der IBAN-Nummer. Also die ist jetzt hier wieder von CoinDeck gekommen. Da steht auch, dass ich da 250 Euro einzahlen soll. Nein, Moment kurz. Ich prüfe jetzt unsere Finanzabteilung, ganz kurz. Mhm. Also, Christian, sollen Sie von Stefan Ivanovich E-Mail bekommen mit Banddaten? Nee, ich habe schon zweimal gesendet. Ja, bis jetzt ist nur von CoinDeck noch was gekommen. Aber das hatten wir ja vorhin schon gemacht. Und was sehen Sie in CoinDeck? Also Sie haben eine dritte E-Mail bekommen, ja, wie ich verstehe. Na, jetzt habe ich es schon gelöscht. Die haben ja gesagt, das ist falsch. Aha. Ja, ist gut, dass Sie haben das gelöscht, okay? Ja. Das ist ja nicht. Sollen Sie von Stefan Ivanovich bekommen? Ja. Also da ist, wie gesagt, bis jetzt ist noch nichts von Ihnen angekommen. Nur von CoinDeck. Und die habe ich jetzt schon weggemacht. Wenn nicht, ich habe ja das Bankkonto jetzt schon auf. Dann können Sie mir ja sagen, was ich da eingeben soll. Okay, also als Empfänger steht Global. Ja, buchstabieren Sie mir das. Georg. Ja. Ludwig. Mhm. Otto. Ja. Bertha. Mhm. Albert. Ja. Ludwig. Ja. Dann nächstes Wort steht drei große Buchstaben. Dietrich. Mhm. Ludwig. Mhm. Theodor. Ja, okay, habe ich. Dann drittes Wort. Also Emil. Mhm. Xavier. Mhm. Zitrone. Dritte Buchstabe ABC. Ja. Das schreibt man aber nicht mit Z. Also Zitrone. Also Exchange auf Englisch. Ja, aber Sie haben gerade gesagt Zitrone. Zitrone schreibt man mit Z und nicht mit C. Mit Z, nein. Ja, deswegen sage ich das als... Ach so, hm. Also was jetzt? Okay. Soll ich jetzt ein Z oder ein C? C. Okay, hm, ja. Nicht Z, C. Dann Hubert. Ja. Anton. Ja. Nordpol. Hm. Georg. Ja. Emil. Hm. Dann drei große Buchstaben. Simone. Hm. Also S wie Stephanie. Hm. Punkt. Ja. Richard Gross. Ja. Punkt. Hm. Otto Gross. Ja. Und Punkt. Hm. Also zusammen, es ist Global DLT Exchange SRO. Ja, genau, mit den Punkten dazwischen. Genau. Dann IBAN. Mhm. LT, Ludwig Theodor. Ja, wofür steht LT? Es ist IBAN. LT. Ja, welches Land ist denn das? Litauen. Ach so, okay. Hm. Haben Sie LT? Ja. Dann zahlen geht. 85. Mhm. 3, 6. Ja. 7. Ja. Und jetzt, Moment.
11 mal 0. So viele Nullen? Wann sie dann? 11 mal 0. Ja, wann sie dann? 0, 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 0. So richtig? 11 mal 0, ja. Hm. 4, 3. Dann die 4, also 4 Dreien, oder? 4, 3. Ach, die Zahl 4, 3. Ich dachte jetzt 4 mal die 3. Nein, nein, 4, 3. Okay, hm, ja. So, es ist IBAN. Hm. Was noch benötigen Sie? Und jetzt will er hier auch noch so eine Big, glaube ich, haben. Genau, es soll automatisch gehen, nein? Hm. Also, es steht jetzt nicht drin, die Big. Die will er noch haben, die ist hier noch rot. Okay. U wie Ulrich. Hm. A wie Albert. Hm. P wie Peter. Hm. Zweimal Ludwig. Ja. Theodor. Ja. 2, 1. Hm. Und 3 mal X. Also 3, dann so ein Malzeichen und X. Nein, nein, nein. 3 mal X. X, X, X. Ach so, 3 einzelne X, ja. Hm, hab ich. Ja, genau. So, hm. Und als Betreff? Als Betreff, es ist Nummer von Ihrem Handelskonto. Es ist, Moment, kurz, ich habe es Ihnen geschickt. Hm. Also, 3, 6. Ja. 4, 5. Ja. 7, 8. Hm. 1, 3. Ja. 8. Hm, habe ich. Und bei Betrag dann bestimmt 250 Euro. Genau. Okay. So. Hm. Nee, irgendwas ist da noch falsch. Vielleicht IBAN, es ist falsch, glaube ich, mit dem Null. Hm. Okay, prüfen wir es nochmal an. Ja. Also LT. LT, ja. Hm. 8, 5. Die 8 und die 5, ja. Hm. 3, 6, 7. Ja, hm. Und dann steht 0, 0, 0, 0, 0. Moment mal. Also jetzt dreimal die 0, ja? Nein, nein, 11 mal. 11 mal 0. Achso, also 11, 0. Na, das hatten wir ja, glaube ich, schon, ja? Nein, nein, nicht 11, 9. Sie sollen 0, 11 mal schreiben. 0. Also 0 und dann die Zahl 11 und ein Malzeichen. Nein, 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 nein. Also 0, 11 mal sollen Sie eingeben. Also 0, 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 0. Ach so, also die, warten Sie, ich guck nochmal, ob das stimmt. Die 0, 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 0. Ist jetzt so richtig? 11 mal, es soll sein. Warten Sie, ich guck mal nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, hm, hab ich. Sagen Sie mal nochmal die ganze Nummer, dass ich das dann noch richtig habe. Okay, LTM, 8, 5, 3, 6, 7, dann 0, 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 4, 3. Ja, genau, genau. Also ich sag auch nochmal, dass das stimmt. Also LT, dann die 8, 5. Dann die 3, 6, 7 und dann die 0, 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 4, 3. So ist richtig, ja? Genau, genau. Okay. So, bei der Big kann man ja auch nochmal gucken. Da ist ein U, ein A, ein P, ein L, dann ein T und dann 21XXX. Genau. Okay. Tja, mit den ganzen Nullen hat sie wahrscheinlich ihren IQ aufgezählt. Also, ihr IQ beträgt ganz genau 11 mal die Null. So. Okay, ich hab verstanden. Also, dann, also, werde ich die Bankdaten verbreiten.
Vielleicht können Sie gleichzeitig prüfen, ob haben Sie den E-Mail bekommen, damit Sie es einfach kopieren können und einfügen. Hm. Ah ja, genau. So, jetzt habe ich das hier abgeschickt, ja? Hm? Okay, und jetzt auf Ihrem Bildschirm sollen Sie sehen einen Zahlungsbeleg, eine Quittung. Sehen Sie das, mhm. Herr Steiner? Ja, da brauchen Sie dann jetzt ein Foto? Ja, Foto oder Kopie und an mein E-Mail, also als Bestätigung. An Ihre E-Mail-Adresse, das Foto von meinen Bankdaten? Nein, von der Überweisung. Ach so, von der Überweisung, ja. Hm. So, und dann mache ich da mal so ein Screenshot. So. Ja. Und dann speichere ich das jetzt als Bild. So, und dann drücke ich bei Ihnen. Also, welche E-Mail soll ich denn da jetzt nehmen? Ja, und hier verarsche ich Sie eigentlich die ganze Zeit nach Strich und Faden und schicke ihr gar nichts zu. Also ich tue einfach die ganze Zeit nur so, um sie dann eben noch ein Stückchen hinzuhalten. Allerdings kommen wir hier so ganz langsam dann auch bald in die heiße Phase. Ich meine, wird ja dann auch so langsam Zeit nach 1 Stunde 41 Minuten. Ja, also die Tante, die wird auf jeden Fall nicht sehr begeistert sein von dem Ganzen hier. Aber naja, wartet's mal ab. Dann muss ich jetzt die E-Mail von vorhin nehmen, dann. Also als Antwort an meine erste E-Mail, wo es SL steht oder was habe ich wieder noch geschickt oder Link. Hm. Da, ah ja, genau da. Hm. So, da lade ich jetzt das Bild dann mit hoch. Muss ich da irgendwas noch mit reinschreiben oder soll ich einfach nur das Bild schicken? Ich kann einfach das Bild schicken. Hm. Dann muss ich hier noch auf Anhängen drücken. Und so aufs Senden. Ja, jetzt habe ich das abgesendet. Ist schon da die E-Mail? Okay, ganz gut. Bei mir ist es noch nicht gekommen. Moment. Hm. Also das mit den E-Mails dauert bei Ihnen aber immer ganz schön lange. Bei mir auch, also noch nicht. Also ich öffne meine Seite. Moment. Ja. Wozu brauchen Sie denn das Foto? Also es ist als Bestätigung und natürlich, dann werden Sie auch Ihr Handelskonto verifizieren. Ich schreibe jetzt Ihnen auch gerade einen E-Mail. Mhm. Was sollen Sie schicken, um Ihr Handelskonto zu verifizieren? Aber das können Sie auch selber machen. Ja, also in Ihrem Profil. Moment kurz. Mhm. Ja, wie immer, die Frage nicht vernünftig beantwortet. Ich frage Sie, warum ich denn da jetzt ein Bild überhaupt schicken soll und ja, was das eigentlich für einen Hintergrund hat. Ja, und sie meint nur, ja, um das Profil zu verifizieren. Ich dachte, ich aktiviere doch die ganze Scheiße hier mit meinem Geld. Tja, also jetzt brauchen Sie noch eine Verifizierung oder wie? Hm. Langsam wird das Spielchen hier auch echt ein bisschen nervig mit der Tante, weil die braucht hier wirklich wahnsinnig viel Zeit. Also es geht eine ganze Menge Zeit ins Land, wo sie dann, ja, nichts sagt und was ich dann hier für euch wieder rausgeschnitten habe, damit ihr euch nicht so extrem langweilt. Ich habe Ihnen auch noch eine E-Mail geschickt, Verifizierung, also welche Dokumente können Sie selber einladen in Ihrem persönlichen Account oder an mein E-Mail zu schicken, wie es Ihnen am liebsten. Ja, das ist mir eigentlich egal, so wie Sie das brauchen. Haben Sie meine E-Mail bekommen? Und bis jetzt ist noch nichts da. Nichts da, bei mir auch nicht da. Vielleicht also etwas mit dem Internet. Ja, vielleicht ist da was mit dem Internet. Ja, oder vielleicht liegt's einfach auch nur daran, dass ich ihr nichts schicke die ganze Zeit. Weil irgendwann reicht's ja dann auch mal. Die Tante, die begreift's aber auch die ganze Zeit nicht. Buchstabiert mir die ganze Zeit die Nullen durch und ja, schon alleine das mit dem SSL-Zertifikat hat ja schon ewig gedauert. Also sie macht sich's ja hier wirklich selbst die ganze Zeit schwer. Ich geh mal nochmal gucken. So.
steht hier, wichtiger Hinweis zu Ihrem Konto, zeitnahe Änderung unserer Sicherheitsverfahren. Und da steht Sparkasse drüber. Nein, soll noch eine E-Mail von Stefanie sein, als Betreff steht Verifizierung. Jetzt habe ich hier, warten Sie, jetzt kam wieder eine Nachricht von Ihnen, da steht Bankdaten für die Überweisung. Die Bankdaten, ja, das haben Sie schon gemacht. Ja, also das kam jetzt. Nur jetzt, okay, und dann sollen Sie sobald noch eine E-Mail mit Bankdaten bekommen und noch eine mit Verifizierung, also welche Dokumente. Ach so. Ja, und da lade ich dann meine Bankdaten hoch. Ja, genau, können Sie auch so machen. So, warten Sie. Also nicht Bankdaten, sondern einen Zahlungsbeleg, Quittung. Na genau, das da von der Sparkasse mit dem 00000 und so weiter. Genau. Ja. So. Jetzt, Was steht in der E-Mail drin, die Sie mir geschickt haben? Bankdaten für die Überweisung. Nee, na, das hatten wir ja schon. Sie meinten, Und dann Verifizierung. Sie hatten, genau. Steht ja Bergholz. Ja, wer ist denn das? Ich habe falsch eingegeben. Da steht, aus Sicherheitsgründen sollen Sie Ihr Handelskonto auch verifizieren. Das können Sie entweder auf mein E-Mail zuschicken, wenn es Ihnen leichter, oder selber in Ihrem Profil machen. Es soll sein, Foto von Ihrem Ausweis oder Pass. Na, da steht... Haben Sie Pass oder Ausweis? Na, hier steht ja sollten. Und sollten heißt ja nicht müssen. Genau, also von Sicherheitsgründen. Ja, ja, aber das Wort sollte bedeutet ja nicht, dass man das muss. Sollte heißt ja, kann man sich selbst also aussuchen. Man muss etwas machen, wenn das sagt für Sie Ihre Mutter oder Ihre Vater, dann müssen Sie es machen. Ja, aber wenn einer sagt, man sollte das tun, dann muss man es ja nicht machen. Tja, das mit dem hätte, könnte, sollte, eventuell, das versteht sie wohl irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall steht da überall drin, sollte und könnte. Aber nicht, dass ich muss. Also wie Sie wünschen, wenn Sie möchten, damit das Geld bleibt im Luft, dann können Sie es nicht verifizieren. So ist es. So, jetzt steht hier ein Foto vom Personalausweis mit allen vier Ecken vom Dokument. Zu sehen sind nur alle Informationen, zu sehen sind ist. Genau. Also ja. Ganz von oben einfach Foto machen, ja, damit alle vier Ecken zu sehen sind. Dann steht hier... Dann steht hier zweitens Wohnsitznachweisfoto von einer Strom-, Wasser- oder einer anderen Rechnung, wo Ihr Name und die Adresse steht. Es soll nicht älter als 6 Monate sein. Ja, und das ganze Kauderwelschdeutsch, das habe ich euch hier mal wieder mit vorgelesen. Tja, da hat wieder irgendjemand nicht aufgepasst. Also wirklich komplett wirr und durcheinander geschrieben. Ja, und so, dass es eigentlich schon fast gar keinen Sinn mehr ergibt, was da überhaupt steht. Aber naja, was soll man denn halt auch von Callcentern erwarten, die irgendwo im Ausland sitzen und wo ihr euer Geld aufladet? Ne? Also da muss man nicht unbedingt erwarten können, dass das alles rechtschreibfehlerfrei funktioniert. Genau. Das ist ja auch wieder so schwammig. Da müsste denn ja stehen, es darf nicht älter als 6 Monate sein, weil es soll nicht älter als 6 Monate sein, heißt nicht unbedingt, aber kann schon. Ja, ich weiß, ich bin Klugscheißer. Dann steht hier noch Selfie-Foto mit dem Ausweis. Sobald Ihr Geld ankommt... Oder ohne Ausweis. Genau. So, dann steht hier mit, sobald Ihr Geld ankommt, werden Sie sofort anrufen. So, wie jetzt? Wer ruft wen an? Ich werde Sie sofort anrufen, ja, um Bescheid zu geben. Ja, genau, so. Sie können mich hier, also hier runterladen, die Dokumente oder selber in Ihrem persönlichen Account. So, jetzt kommt der lang ersehnte Moment, und zwar der Moment, wo wir Sie so langsam mit dem ganzen Kram konfrontieren. Ja, und ab jetzt geht es auch noch mal ein ganzes Weilchen, so circa 5 Minuten, diskutieren wir jetzt noch mit der netten Tante über ihren schönen Job.
so nach und nach. Ja, seid gespannt, was sie so antwortet dazu. Ja, und dann... Machen Sie das da eigentlich gerne? Also Sie können an mein E-Mail zuschicken, Foto von Ihrem Ausweis von beiden Seiten. Eine Foto von Rechnung, Wasserrechnung, Stromrechnung, TV-Rechnung kann auch sein. Ja, aber Elektroenergierechnung, nicht älter als 6 Monate, das auch an mein E-Mail zu schicken, auch eine Selfie. Ja, die Frage war ja jetzt eine andere. Ja, genau. Meine Frage war, ob Sie das gerne machen. Ja, natürlich. Das ist mein Job. Ich halte für unsere Kunden, aktiviere ein Handelskonto und weiter werden sie Geld verdienen und wir zusammen mit ihnen. Ja, aber haben Sie nicht schon mal darüber nachgedacht, was Seriöses zu machen, wo man die Leute nicht betrügt? Also wir betrügen nicht die Leute. Wir helfen für die Leute, also Handelskonto aktivieren. Ja, das ist klar, dass das nicht aktiviert wird, das Handelskonto. Das Einzige, was ich aktiviere, ist ein Demokonto, wo mir vorgegaukelt wird, dass ich damit Geld handle. Und dann ruft er mich nochmal an, um noch mehr Geld haben zu wollen, um mich auszuquetschen wie eine Zitrone. Aber mehr ist das Ganze nicht. Dass ihr euch das Geld komplett selbst in die Tasche steckt, ist ja klar. Also möchten Sie noch für mich etwas sagen, Herr Steiner? Ja, ich finde es halt nicht in Ordnung, was du da so für einen Job machst. Das ist doch kriminell sowas. Herr Steiner. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du das nicht begreifst, weil du wirkst ja nur auch sehr intelligent. Also im Vergleich zumindest zu den anderen. Ja, hier mit meiner Aussage, sie wirkt ja sehr intelligent, habe ich natürlich gleich nochmal ein bisschen nachgesteuert, weil, naja, zumindest im Vergleich zu den anderen wirkt sie ein bisschen intelligent, ja, ganz genau. Aber die Intelligenz, die beweist sie ja jetzt hier auch gleich noch, wie sehr intelligent sie ist. Ich meine, sie hat ja jetzt mehr oder weniger auch bestätigt, dass das ganze Ding hier ein Betrug ist. Also richtig gewehrt hat sie sich ja bis jetzt noch nicht. Naja, und wie es denn immer so ist, ganz am Ende, dann, naja. Geld zu verdienen. Wenn Sie Geld verdienen, dann verdienen wir auch. Nee, der Einzige, der hier verdient, seid ihr. Ich stecke bei euch mein Geld rein und sehe das nie wieder. Das ist doch schon mal klar. Nein, Herr Steiner. Von Ihrem Eigenkapital, wir bekommen nichts. Wir bekommen das, nur Auslandsprozesse. Ja, ja, das erzählen die alle, die exakt den gleichen Leitfaden benutzen wie ihr. Da steht überall das Gleiche im Skript, nur so ein bisschen abgewandelt. Ihr verarscht die Leute und letztendlich passiert nichts anderes, als dass meine Kohle weg ist. Das ist alles, Herr Steiner, oder noch etwas? Ja, ich würde ja gerne wissen, ob du dir nicht mal was anderes suchen willst, weil da kann man doch nicht arbeiten bei sowas. Warum? Also mir gefällt meine Arbeit. Ja, das ist schon schade. Ich habe für die Kunden Handelskonto aktivieren und dann natürlich also... Ja, aber sowas kann man doch nicht gerne machen. Ich meine, du weißt ja selbst, dass das kriminell ist, was du da machst. Ich mache nichts Kriminelles. Wir arbeiten offiziell im Wirtschaftsmarkt, wir haben offizielle Impressum, wir helfen für unsere Kunden Handelskonto aktivieren. Natürlich, am Wirtschaftsmarkt gibt es viele schwarze Firmen. Und wie ich verstehe, Sie haben schon mit einer Firma, mit einer schwarzen Firma gearbeitet. Ja, deswegen denken Sie, dass alle Firmen sind genauso schwach. Naja, sagen wir mal so. Genau, das ich habe noch schlechte Erfahrung, aber ich trage keine Verantwortung für eine andere Firma, Herr Steiner. Naja, nee, das Ganze läuft ein bisschen anders. Den Herrn Steiner, den gibt es nämlich tatsächlich überhaupt gar nicht. Der Herr Steiner ist ein komplett ausgedachter Charakter, der einfach nur dazu erfunden wurde, um genau solche Maschen aufzudecken, wie ihr das da gerade tut. Und du bist hier definitiv nicht die Einzige, die hier anruft. Ich kriege ja am Tag locker 30, 40 Anrufe mit genau dem gleichen Skript. Und das ist aber exakt das Gleiche. Und dann kannst du mir vielleicht auch mal erklären, warum eure Firma nicht bei der BaFin registriert ist. Wenn ich eure Firma, bei der BaFin, eure Firma ist nicht bei der BaFin registriert. Das kann man nachschauen und ihr seid nicht bei der BaFin registriert. Kann sein. Ja. Kann also sein, dass sie nicht bei der BaFin registriert ist. Okay. Naja, dann frage ich mich, was sie jetzt hier eigentlich 2 Stunden lang mit mir gemacht hat. Also ich meine, sie wollte ja, dass ich Geld bei ihr einzahle und damit handle. Und naja... Irgendwo muss sie ja dann registriert sein. Und sehr nett, dass sie das auch noch weiß, dass sie nirgendwo mit der Firma registriert ist. Also ist sie auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass das ganze Ding ein Betrug ist. Ich meine, gut, das ist eh total offensichtlich und weiß ich nicht, wie man das nicht wissen könnte, dass man hier die Leute abzockt. Offensichtlicher geht's ja nicht. Na, also ich weiß nicht, was man da den Leuten erzählen müsste, damit man das ja nicht merkt, dass das ganze Ding ein Betrug ist. Tja, aber
ihr ist es ja auch scheinbar völlig egal und ja, weiß ich auch nicht. Also habe ich eigentlich kaum noch Worte dafür, wie man sich so Menschen gegenüber verhalten kann. Abzocken, tja, auspressen wie eine Zitrone und die Leute um ihr Geld berauben, das kann nicht sein. Und das ist dann nur ein Betrüger in dem Fall. Weil ihr habt gar nicht die Erlaubnis, bei mir anzurufen und mir das Handeln anzubieten. Ihr seid dafür nicht registriert. Auf keinen Fall. Wir sind registriert und kontrolliert. Ich habe Ihnen auch offizielle E-Mail-Adresse geschickt. Durch wen seid ihr denn reguliert? Dann kannst du mir das ja ganz genau erzählen. Nein, ich kann Ihnen einfach erst alles per E-Mail zu schicken. Nö, das kannst du mir dann auch am Telefon sagen, wenn du der Meinung bist, dass das so richtig ist. Das können nur Betrüger nicht sofort sagen. Weil wenn ich bei einer Bank arbeite, dann weiß ich doch meine Daten. Und dann weiß ich auch, wie ich meine Bank verifizieren kann. Ich glaube, Sie haben nichts zu tun um Ihr Leben. Also wenn Sie haben solche wunderschönen Job, dann mit welchem Ziel so überhaupt machen Sie das? Was machen Sie jetzt? Das Ziel Sie verlieren Ihre Zeit. Es hat eigentlich mehrere Ziele. Das erste Ziel ist, dass ich möglichst viele Menschen darüber aufkläre, was ihr da so tut am Telefon. Und das zweite Ziel, das ist auch ganz klar, in den anderthalb Stunden, wo du jetzt schon mit mir redest, konntest du in der gesamten Zeit niemand anderen betrügen. Okay, Christiane, dann ich wünsche dir noch einen schönen Tag, noch. Ich habe jetzt eine Mittagspause, weil ich habe Hunger. Ja, das ich wünsche Ihnen auch also gut essen. Also, es ist nicht schade, es ist Glück, dass ich habe eine Mittagspause. Ja, kann ja sein, aber vielleicht suchst du dir in der Mittagspause schon mal was anderes. Also einen neuen Job. Okay, und das ist die Zeit sinnvoll. Ja, meine Lieben, was soll ich euch dazu noch großartig sagen? Da geht sie lieber in die Mittagspause, als den Kunden von ihrem Geschäftsmodell ordentlich zu überzeugen. Tja, war aber natürlich auch nicht anders zu erwarten. Ich meine, letztendlich konnte sie mir ja auch nicht erklären, wo genau sie denn jetzt reguliert sind, wenn nicht bei der BaFin, weil offensichtlich ist es ja dem Anschein nach ein europäisches Unternehmen gewesen. Ja, aber wie es auch immer so ist, auf der Webseite sind keinerlei wirkliche Informationen zu finden. Ein Impressum ist da Fehlanzeige. Ich meine, gut, es ist eine ausländische Webseite. Allerdings haben wir hier auch eine ausländische Domain, also die auch nicht aus Europa stammt. Ja, und das ist auch schon wieder ein komisches Indiz. Warum hat ein europäisches Unternehmen, also ein angeblich europäisches Unternehmen, eine ausländische Webdomain? Das ist auch schon, warum? Also ich meine, wenn man ein europäisches Unternehmen ist, dann hat man auch europäische Domains. Dann hat man ja die ganzen Rechtschreibfehler bei denen auf der Webseite, die auch echt nicht wenig waren. Programmierfehler, gut, die sind da überall Standard auf diesen ganzen Betrugswebseiten. Hier in dem Fall war es schon deutlich professioneller als bei vielen anderen. Ich meine, auch das Gespräch war jetzt nicht ganz so stumpf, wie es bei dem einen oder anderen ist, auch wenn wieder viel Quatsch und Blödsinn erzählt worden ist und sie eigentlich ihre Zeit komplett selbst verschwendet hat die ganze Zeit. Ja gut, lässt sich drüber streiten, wer da jetzt Geld einzahlt. Aber unterm Strich, sie muss doch wissen, wo sie reguliert ist mit ihrer Firma. Und ja, das hat sie jetzt hier auch wieder überhaupt nicht interessiert am Ende. Am Ende war ja dann das Essen wohl wichtiger. Ja, aber ich denke, sie war natürlich nach diesem langen Gespräch dann auch irgendwann mal fix und alle. Ich meine, verdient hat sie nix. Da ist sie wohl der Meinung, da hat sie sich wohl ein Päuschen verdient. Naja, ich bin der Meinung, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und wenn ich was erreicht habe. Aber Gott sei Dank hat sie in diesem Fall nichts erreicht. Hier in diesem Callcenter ist auch das mit der Musik, hat sich zumindest in Grenzen gehalten. Das heißt, das Headset war nicht ganz so furchtbar wie in vielen anderen Callcentern. Und man hat im Hintergrund auch kein Geklingel und Geklatsche gehört. Das heißt, entweder übt dieses Callcenter diese komische, abnormale Tradition nicht aus, oder man hatte mal hier Glück und in der gesamten Zeit, wo wir hier telefoniert haben, wurde niemand anderes betrogen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr zu begrüßen, wenn sie es nicht geschafft haben. Bei mir haben sie es auf jeden Fall nicht geschafft, mich zu betrügen und haben eine ganze Menge Zeit mit mir verplempert. Und genau das ist auch das Ziel von meinem Kanal. Einerseits möchte ich euch darüber informieren, was es für Betrugsmaschen auf diesem Kanal gibt oder grundsätzlich gibt. Die möchte ich euch hier auf dem Kanal zeigen und vorstellen. Ja, und zum anderen möchte ich so viel Zeit wie nur möglich mit den Betrügern verplempern, dass sie in der Zeit
die Arbeitskraft nicht dafür aufbringen können, andere Menschen zu verschwenden. Und oft ist es ja so, dass hier am Telefon sogar zwei Leute sitzen, die ihre Zeit für mich verplempern und in der Zeit niemanden anderen betrügen konnten. Zeit, in der das Callcenter nichts verdient hat, zumindest mit diesem Mitarbeiter. Ich hoffe, euch hat das etwas längere Video auch wieder gefallen. Von der Arbeitszeit war es schon ziemlich heftig jetzt hier im Schnitt. Dadurch, dass das ganze Gespräch natürlich auch ein bisschen länger ging, habe ich jetzt hier bei der Zusammenfassung fast 5 Stunden mit verbracht und naja, plus die Zeit, mit der ich mit der netten Dame eben auch am Telefon gesessen habe, ne? Ja, zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn du den Abo-Button drückst. Dann bekommst du immer eine Nachricht. Vielleicht drückst du auch das Klingelglöckchen, dann wirst du immer automatisch informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Ansonsten findest du jetzt hier noch eine Playlist mit den anderen Videos. Ja, und das letzte Video natürlich auch. Vielen Dank und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao.